Nachdem die Botschaft gegeben ist, kommen wir jetzt zur Bewusstseinsarbeit durch die Gnade Gottes. Das beginnt so mit der Wortteil der heutigen Lichtlesung und die Botschaft dazu, zu dieser Bewusstseinsarbeit, die lautet: Heute lieben heißt eine Entscheidung treffen. In dieser Botschaft erhalten Sie zwei kurze Hinweise auf Meditationen. Sie können da kurz, ich mache da Pausen, kurz auch hineinfüllen, aber die sind da vor allem für zu Hause oder für Momente, wo Sie sich dafür halt entscheiden. Ansonsten nehmen Sie die Energie wie immer im Raum wahr, schwingen Sie mit. Meine Worte begleiten dies, sollen dies begleiten und nicht Ihren Verstand zu sehr beschäftigen. Lieben heißt eine Entscheidung treffen, die Bewusstseins durch die Gnade, Bewusstseinsarbeit durch die Gnade Gottes. Die Botschaft wurde von Maha Kohan gegeben. Warum suchst du, was dich umgibt? Ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin Anfang und Ende. Ich bin am Tieren Machakuren und ich bin eins mit der Menschheit und mit jedem Menschen. Ich bin mitten unter euch und ich bin bei dir. Geliebter Mensch, beende die Suche nach dem Licht oder nach Gott. Wie kannst du etwas finden wollen, was dich überall umgibt? Öffne daher einfach deine Augen, öffne daher einfach dein Bewusstsein und öffne daher einfach deinen göttlichen Geist. Jedoch alles, was so einfach scheint, ist für die meisten Menschen schwer. Deshalb wollen wir jetzt einfach alles in Bewegung setzen, damit du dem Paradies näher und näher kommen kannst. Ankommen bei dir selbst und das Leben als das, was es ist, begreifen, das ist das Ziel unserer jetzigen Bewusstwerdung. Und dabei ist es von großer Bedeutung, dass du dein Leben als Geschenk und nicht als Strafe erlebst. Du bewohnst diesen Körper, da dir die Gnade einer irdischen Inkarnation zuteil wurde und nicht, da du zu einem Strafdienst auf Erden verurteilt bist. Die Gnade deiner Geburt besteht darin, dass du hier alles erfahren kannst, was dir als Engel unmöglich zu erfahren ist, und dass du hier alles bewirken kannst, was dir als Engel unmöglich zu bewirken ist. Auf dieser Ebene gibt es Leben, dass so es gelebt wird, in der Fülle unübertroffen ist. Denn ein Mensch kann gleichwohl auf feinstofflicher wie auf feststofflicher Ebene erschaffen. Ein Mensch schöpft wahrlich aus dem Vollen. Auch wenn du viele Umwege eingeschlagen hast und manchmal auf Abwegen geraten bist, eine Inkarnation auf dieser Erde ist unübertroffen im Sein, denn nur auf dieser Ebene ist es einem Wesen möglich, sich selbst als absolut begrenzt und als absolut unbegrenzt zu erfahren. Deshalb ist heute bedeutsam, dass du die Begrenztheit ablegst, dass du dich von der Mausperspektive zur Adlerperspektive aufschwingst, dass du alles, was sich jetzt auf dieser Erde ereignet, aus übergeordneter Sicht betrachtest, aber dennoch an den Ereignissen auf der Erde lebhaft teil hast. Dass du deinen Platz unter den Menschen ausfüllst, dein Licht zum Leuchten bringst und es nicht länger verbirgst. Auf den Weg dahin gibt es zweierlei zu erreichen: das Friedensreich in dir und die Liebe zu allem, was existiert. Dann bist du befreit für die Meisterschaft, bereit für die Meisterschaft, und dann erhält
der Begriff der Selbstermächtigung seine wahre Bedeutung. Geliebter Mensch, verstärke deine Bestrebungen aufzuwachen. Lass dich von den Umständen nicht beeindrucken, sondern gehe deinen Weg. Sei beharrlich dort, wo dir von Unwissenden Sturheit attestiert wird. Bleibe im inneren Frieden, auch wenn sich die Unruhe immer mehr ausbreitet, und achte darauf, dass dir die Liebe niemals abhanden kommt, denn sie ist die Meisterin aller Menschen in dieser Zeit. Woran kannst du erkennen, ob du das Friedensreich schon erlangt hast oder ob es für dich noch zu erlangen gilt? Beantworte dir diese Frage. Kann ich in einer lauten Umgebung innerlich in Ruhe, in der Stille und im Frieden bleiben? Wie stark beeinflusst mich die Umgebung und wie leicht kann sie mich aus der Ruhe bringen? Da dies bei den meisten Menschen noch gut möglich ist, lege ich dir die später Meditation ans Herz, die dich dem Friedensreich in dir näher und näher bringt. Und diese später Meditation geht so. Begebe dich in die Stille, so wie du es für deine Meditationen gerne tust. Dann entspanne dich und beobachte deine innere Unruhe, deine Gedanken und alles, was jetzt innerlich aufsteigt. Und zu jeder Erscheinung, gleich wie bedeutsam sie dir auch erscheinen mag, sagst du später. Steige auf nichts ein und lass alles an dir vorüberziehen. Beschäftige dich mit keinem deiner Gedanken oder inneren Bilder. Später, später, später. Das bewirkt, dass du die Flut der Gedanken beruhigst und innerlich still wirst. Diese praktische Übung ist neben deiner Transformationsarbeit der sicherste Beitrag, um das Friedensreich in dir zu etablieren. Denn nur wenn du in einer sich immer schneller drehenden Welt langsam und bei dir bleibst, wirst du den Überblick behalten und deine Liebesfähigkeit entwickeln können. Und um deine Liebesfähigkeit geht es in allen Belangen deines Lebens. Womit wir beim Blick des Adlers angelangt sind. Der Wahrnehmung des Adlers entgeht nichts. Unberührt von dem, was unten am Boden geschieht, zieht er am Himmel seine Kreise. Ein Adler lässt sich nicht von dem, was unten in irgendeinem Gestrüpp passiert, anstecken, sondern entscheidet souverän, welche Angelegenheit er zu der seinen macht. Ein Adler überblickt die ganze Szene und hetzt nicht wie eine Maus, die um das Überleben kämpft, von da nach dort. Die Perspektive vieler Menschen ist die einer Maus oder die eines Frosches. Sie lassen sich von der Umgebung antreiben und für sie ist jedes Ereignis Anlass zu reagieren. Anstatt in Frieden das Ganze zu sehen und eine übergeordnete Wahrnehmung einzunehmen, huschen und hüpfen sie von da nach dort und kommen dennoch niemals an. Es sind Eigenarten, die für Maus und Frosch lebenswichtig sind, doch für einen Menschen ist solch ein Verhalten wenig zielführend. Wenn du dich über jedes und jeden gerne aufregst, wenn du dich im Getriebe der Welt selbst als Getriebener fühlst oder wenn du glaubst, dir geht es so, wie die anderen es wollen, dann bist du hier richtig und dann ist es an der Zeit, dies jetzt zu ändern. Und auch dafür lege ich dir eine einfache wie wirkungsvolle Meditation in dein Herz. Die Jetzt-Meditation. Begebe dich in die Stille, so wie du es für deine Meditationen gerne tust. Dann entspanne dich
und beobachte deine Gedanken, die inneren Bilder, die jetzt aufsteigen. Nimm deine innere Unruhe, deine Ängstlichkeit und alles, was sich dir zeigt, wahr und sei bereit, dies jetzt zu ändern. Entscheide dich, eine neue Perspektive einzunehmen. Visualisiere einen Berg, der in Nebelwolken eingehüllt ist. Steige diesen Berg empor, Schritt für Schritt. Du gehst durch den Nebelschleier hindurch und stehst im Lichte. Jetzt breitet sich das ganze Tal vor dir aus. Der Nebel ist weit unter dir. Du hast den Überblick. Diese Übung, wiederholt durchgeführt, verändert deine Alltagswahrnehmung und es wird dir langsam möglich sein, auch in schwierigen alltäglichen Situationen die übergeordnete Sicht zu erlangen. Als dritten und letzten Teil dieser Botschaft lenke bitte deine ganze Aufmerksamkeit auf die Liebe. Hast du das Friedensreich in dir erlangt und die Adlerperspektive eingenommen, dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, um alles, was ist, bedingungslos anzunehmen und bedingungslos zu lieben. Diese Menschheit bedarf der Liebe einzelner Menschen. Eine Liebe, die sich auf alle Menschen ausdehnt, die niemanden ausschließt und alle Menschen erreicht. Wie aber meine Feinde lieben oder jene, die großes Unrecht begehen, fragt ihr? Indem ihr es versucht. Indem ihr die Augen weder vor der Tat noch vor dem Täter verschließt. Lehnt die Tat ab, doch nehmt den Täter durch eure Liebe auf. Am Ende des Tages ist es die Liebe, auf die es ankommt. Die neue Menschheit wird nicht auf Vergeltung, sondern auf dem Fundament der Vergebung aufgebaut. Und dafür ist die Liebe vonnöten. Eine Liebe, die die Not lindert, die dem Unrecht ohne Rache begegnet und der Lieblosigkeit Barmherzigkeit entgegenbringt. Aus der Angst heraus in die Liebe gelangen, das ist der wirkliche Paradigmenwechsel, der jetzt auf dieser Erde stattfindet. Doch die meisten Menschen bohren Löcher in alte Bretter und glauben fälschlicherweise, dass sie dadurch das goldene Zeitalter mitgestalten können. Jetzt, da sich die großen karmischen Verstrickungen auf planetarer wie individueller Ebene entladen, um sich lösen zu können, gilt es, die Liebe in deinem Herzen zu kultivieren. Und dafür benötigst du den übergeordneten Blick auf das Ganze. Denn nur aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus ist es dir möglich, dort zu leben, wo die Angst herrscht und wo dir Hass entgegenschlägt. Zu lieben heißt, eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung beinhaltet den festen Willen, alles, was dich daran hindert, aus deinem Leben zu verbannen. Und damit schließt sich der Kreis unserer heutigen Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes. Nachdem du das Friedensreich in dir erlangt und den übergeordneten Blick auf das Ganze verinnerlicht hast, bist du bereit dafür. Was bedeutet, dass du dich zu allen Menschen und allen Situationen in Liebe bringst? Am Ende eines Tages in Liebe zu allem, was ist, schwingen, ohne dabei das Negative zu verdrängen, ist das Ziel für die Menschen, denen der Wandel ein echtes Anliegen ist und die die Bedeutung ihres Lebens erfasst haben. Durch die Liebe gelangst du in die Meisterschaft. Ohne Liebe bleibt alles stehen und auch du selbst bleibst in der Entwicklung stecken. Die verwirklichte Liebe ist es, die dir die Tür in das Paradies weit öffnet, eine Tür, die du nirgendwo auf der Welt suchen brauchst, da sie allein in dir zu finden ist.
Die Fähigkeit der bedingungslosen Liebe kann erworben werden. Dieser Bewusstseinszustand ist kaum jemanden in die Wiege gelegt, doch es ist das Ziel eines jeden Menschen, diesen am Ende seiner Reise auf Erden zu erlangen. Für viele Menschen kommt diese Zeit zu anderer Zeit. Für dich aber, der du dieser Botschaft bis hierher gefolgt bist, ist es jetzt soweit. Die Spiegelungen deines Lebens erinnern dich so lange an die Liebe, bis du sie verinnerlicht hast und bis du im Spiegel nichts mehr erblickst. Jetzt kommt es darauf an, inneren Frieden zu erlangen, eine übergeordnete Perspektive einnehmen und das Bewusstsein zur bedingungslosen Liebe aufschwingen. Darauf beruht deine ganze Entwicklung und damit ist der Aufstieg der Menschheit verbunden. Das Paradies wird allein durch deine Entscheidung für die Liebe erworben. Warte auf niemanden, sondern blicke dich um. Gibt es nicht genug Gründe, um zu lieben, und ausreichend Menschen, bei denen du deine Liebesfähigkeit erproben und unter Beweis stellen kannst? Liebe dich unendlich, Macha Chor. Nach dieser wunderbaren Botschaft kommen wir jetzt zur Live-Botschaft der heutigen Lichtlesung. Jetzt, wo ich das in die Botschaft hineingegangen bin und sie eben gelesen habe, sehe ich, das ist fast so eine Art Fortsetzung dieser Botschaft heute, nämlich eine Entscheidung treffen, haben wir gehört, Liebe heißt eine Entscheidung treffen und der Titel der Live-Botschaft lautet, du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Das heißt, hier geht es dann in die Eigenverantwortung. Eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Bitte lesen Sie dann auch noch die Botschaft, wenn sie in Reinschrift vorliegt, 2, 3 Wochen meistens nach der Lichtlesung. Da ist das eben dann meistens dann wirklich in einem schönen Deutsch und oft kommt noch ein Satz, wo dazu wird noch ein bisschen was dazu gegeben oder ein bisschen so umgestellt. Also es lohnt sich auch in die Botschaft dann danach noch einmal tiefer hineinzugehen und speziell in die Energie einer Botschaft. Wie gesagt, genauso wie meine Worte eine Lichtlesung begleiten bei einer Botschaft die Worte, die Energie, die da durchkommt. Das ist immer das Zentrale, die Energie und nicht das Wort. Ich beginne jetzt mit der Botschaft, du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Der Live-Botschaft der heutigen 105. Lichtlesung. Geliebte Menschheitsfamilie, geliebter Mensch, der du heute gekommen bist, um das Licht des Himmels zu empfangen und um unsere Umarmung der Liebe zu erhalten. Ich bin bei dir und mit großem Gefolge mitten unter euch. Es ist die Zeit der vielen und einmaligen Gelegenheiten für dein spirituelles Wachstum angebrochen. Jeden Tag lächelt dir eine neue Gelegenheit entgegen und es blickt dich das Leben fragend an, wo bist du? Wo bist du, geliebter Mensch, da du den täglichen Einladungen deine lichtvolle und liebende Wirklichkeit entgegensetzen kannst, den täglichen Entladungen deine lichtvolle und liebende Wirklichkeit entgegensetzen kannst. Wo bist du jetzt, da es auf dich ankommt, denn weder der Müßiggang noch das Erstarren vor Furcht sind jetzt geeignete Antworten auf das, was dir da das Leben bietet. Wo bist du, wenn es heißt, klare
und dem dunklen Treiben entgegengesetzte Positionen zu vertreten. Wo ist dein Licht und wo ist deine Liebe? Ich bin heute zu dir gekommen, um dich zu ermutigen und in deinem inneren Wissen, dass du alles verändern kannst, sobald du dich selbst verändert hast, zu bekräftigen. Wo bist du, soll nicht länger eine Frage sein, denn wer bei sich selbst angekommen ist, geht nicht mehr verloren. Und diesen Prozess gilt es jetzt zu fördern, damit gewährleistet ist, dass du ein eigenverantwortliches Leben führen kannst. Denn nur darauf kommt es jetzt, da von allen Seiten Manipulationen einwirken, an. Was also benötigst du dafür, um ein selbstbestimmtes Leben in Eigenverantwortung führen zu können? Erstens, einen klaren Kopf. Zweitens, eine wahrhaftige Sprache. Und drittens, auf das Wohl aller ausgerichtete Handlungsweisen. Einen klaren Kopf zu haben bedeutet, klar denken zu können. Dies erreichst du, wenn du dich täglich von allen fremden Denken reinigst. Hier ist die Stille und ist die Meditation, als auch die Arbeit mit dem göttlichen Lichte sehr zu empfehlen. Sortiere deine Gedanken in eigene und fremde und entferne jeden Gedanken, der nicht in Liebe schwingt oder der einer wahrhaftigen Betrachtung nicht standhält. Eine wahrhaftige Sprache ist die logische Folge davon, denn ein Mensch, der klar denkt, der seine eigenen Gedanken denkt, der bei sich selbst ist, dessen Worte sind immer voll von Achtsamkeit und Wahrhaftigkeit. Du siehst, der Ursprung für authentisches, lichtvolles Sprechen liegt in deinen eigenen Gedanken und darin, inwieweit du an das Göttliche angebunden bist. Daraus ergibt sich drittens und logisch, dass auch deine Handlungen immer das Ganze, den Mitmenschen, dein Umfeld mit einbeziehen und ein ungesunder Egoismus hat dann keinen Platz. Du bist dafür selbst verantwortlich. Du bist selbst dafür verantwortlich, dich auf allen Ebenen zu klären, damit sich die vielen Störfelder dieser Zeit nicht negativ auch auf dich auswirken können. Du bleibst bei dir und angebunden an Gott, so du dir deiner Verantwortung dafür bewusst wirst. Die Hilfe und Unterstützung deiner himmlischen Lichtfamilie wird dir immer dann zuteil, wenn du als Mensch auf Erden klare Impulse setzt, die erkennen lassen, dass diese Hilfe auch erwünscht ist. Reine Lippenbekenntnisse sind hier zu wenig. Ein inneres Verlangen, eine tiefe Sehnsucht nach Wahrheit, Klarheit, Licht und Liebe sind hingegen das Zeichen, auf das unmittelbar reagiert wird. Worum es bei dieser Übermittlung geht, bist du. Nur du kannst dich selbst an Gott anbinden und zu dir selbst finden. Nur du kannst in der Folge dein Umfeld durch deine Wesensart positiv berühren, sodass für weitere Menschen bestimmte Initialzündungen möglich werden. Du lässt den Stein auf dem Wasser tanzen und nur du staunst, wie viele Kreise dieser Stein zieht. Alles, was du in dir bewegst, bewegt andere mit.
Alles, was du in dir erlöst, erlöst auch die Mitmenschen in deiner Umgebung. Und dafür bist alleine du verantwortlich. Diese Verantwortung ist weder zu delegieren noch zu ignorieren. Und so lade ich dich ein, diese Verantwortung für dein Leben jetzt zu übernehmen. Heile, werde ganz und blicke der neuen Zeit mit Freude entgegen. Alles beginnt bei dir und alles befindet sich in dir. Befindest du dich in dir, so wirst du alles finden und du wirst vom Himmel immer gefunden werden. Du erreichst dies durch die Hingabe an deine Transformation. Diese Hingabe an Gott ist der Königsweg eines Menschen auf Erden. Beschreite ihn, denn dort erwarten wir dich und dort gehst du dem Leben und den großen Wundern mit jedem Schritt entgegen. Sei dir gewiss, wo immer du auch bist, wir lieben dich unendlich. Macher Korn. An dieser Stelle geht es mir eigentlich bei jeder Lichtlesung so, bei allen 105 bis jetzt, wo ich einfach nur noch eine Stunde in der Stille sitzen würde und dann nach Hause gehen möchte. Aber der Wortteil ist genauso wichtig wie die Energie, die uns begleitet. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die weitere Lichtlesung, auf die weiteren Punkte, die da kommen. Und ich glaube, Sie können sich auch freuen. Es sind spannende Themen. Zunächst die Präsentation des neuen Symbols, Christusbewusstsein 10. Dann widme ich mich der Frage, wie können wir mit der Negativität, die uns umgibt, das ist sehr viel, es wird immer ein bisschen verrückter, scheint mir, die uns umgibt, richtig umgehen und auch wirkungsvoll umgehen. Dann wird heute die Frage beantwortet, ob es einen dritten Weltkrieg geben wird. Ich kann es vorwegnehmen, es gibt keinen. Kurz ein Einblick Russland, China, Deutschland, dann Klimawandel, ich gehe heute darauf noch einmal ein. Ein bisschen tiefer. Dann Machtwechsel auf Erden, eine wunderbare Botschaft. Das ist dann die letzte vollständige Botschaft von den aufgestiegenen Meistern. Und dann ändere, was du kannst. Und zum Abschluss blicke nicht zurück von Meister Saint-Germain. Christusbewusstsein 10. Dieses Symbol wurde mir vor circa einem guten Jahr durchgegeben. Ich zeichne das dann immer auf, kriege so durch, zeichne, ich beschäftige mich so ein, zwei Stunden damit. Aber kein Text, also ich habe nur diese Form erhalten, wie es ausschauen soll und dann war ein Jahr Pause. Das ist immer interessant, wenn sowas dann ein Jahr überhaupt nichts tut. Weil ich gewohnt bin, dass bei mir das recht zügig alles geht. Aber es war in diesem Fall so, ich kann auch nicht sagen warum, aber es war ein üblicher Start sozusagen. Und in der letzten Zeit, als die 5G-Problematik und das alles so thematisiert wurde, ist dann auch der Text dazugekommen und Sie werden dann gleich hören, warum das mit dem quasi auch zusammenhängt. Machakuren hat mir am 15. September, also ganz vor kurzem, zu Symbolen generell gesagt, einleitend von Machakuren, das möchte ich voranstellen, die Symbole aus dem Erbe von Atlantis sind eine wirksame Hilfestellung für die negativen Energiefelder dieser Zeit. Also das betrifft alle Symbole aus dem Erbe von Atlantis, die Sie bei uns finden. Wendet sie an und wendet sie in dem Bewusstsein an, dass sie euch dann am besten dienen, wenn ihr bereit seid, euer Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Also da hören wir wieder Eigenverantwortung. Wenn ihr kompromisslos bereit seid, euer Leben vollständig zu ändern, dann ist die Wirkung am größten.
Die Bereitschaft ist hier gemeint. Das heißt nicht, dass Sie jetzt alles verändern müssen, weil es kann sein, dass Sie da Korrektur vornehmen müssen, da und da. Aber die Bereitschaft, von der ich hier rede. Wenn du diesen Grad von Bereitschaft erreicht hast, dann wird dir gegeben, dann erreichen Symbole, Anrufungen und Verfügungen eine gänzlich andere Wirkung als bei jemandem, der bei seiner Transformation lau ist und seine Bewusstwerdung nur halb betreibt. So viel einleitend dazu Machakorn zum Symbol. Sie haben auch vorne die Gelegenheit, so ein, der Karl zusammengestellt, ein schönes Blatt, würde ich sagen, sind 3, 4 Seiten drin, wo genau beschrieben ist, wie das Symbol wirkt. Das, was ich Ihnen jetzt vortrage, steht hier zur freien Entnahme für zu Hause. Natürlich dann auch, wenn wir auf der Homepage veröffentlichen, zum Download. Dieses Symbol sieht so aus. Das ist das Christusbewusstsein 10-Symbol. Ich habe es hier in groß. Das sieht so aus. Und dann noch da. So sieht das aus. Und wir haben das wunderbare Symbol jetzt zur Verfügung. Dann, ich präsentiere das dann gleich in den Schachteln. Sie vermuten schon, da ist was drin, stimmt, da ist was drin. Ich zeige das dann gleich her, das sind die schönen Armbänder, die wir haben. Was kann dieses Symbol? Es ist das Christusbewusstsein 10CB10 Symbol Tor zum Herzen. Und der Text hat mich sehr, sehr berührt. Immer wenn ich ihn lese, berührt er mich immer noch. Herzensöffner und Bewahrer der Schwingung des Herzens, das ist dieses Symbol. Christusbewusstsein 10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von allem, was ist. Da ist die Grundschwingung des Menschen stabilisiert und gleichzeitig schädliche Einflüsse auf Geist, Seele und Körper fernhält. Dadurch bleibt der Mensch bei sich, hat klare eigene Gefühle und klare eigene Gedanken. Interessant, passt auch zum heutigen Botschaftsthema. Dann gibt es 10 Wirkungsweisen im Einzelnen von diesem Symbol. CB10 hält die Grundfrequenz des Herzens stabil und schützt den Träger vor elektromagnetischen Angriffen auf die Freiheit des Geistes. Christusbewusstsein 10 ermöglicht klare eigene Gefühle und klare eigene Gedanken. Christusbewusstsein 10 verhindert Gedankenkontrolle und die Beeinflussung deines Bewusstseins. Christusbewusstsein 10 neutralisiert Angriffe durch 2G, 3G, 4G, 5G und darüber hinaus. Dies ist von großer Bedeutung, denn erst eine intakte Grundfrequenz des Herzens macht dich für alle elektromagnetischen Angriffe und andere niederschwingende Frequenzen unempfänglich. Das heißt, dieses Symbol hält uns in der Herzschwingung und wenn die intakt ist und gesund ist, sind wir durch andere Schwingungsfelder nicht mehr zu beeinflussen. Das geht's. Herzschwingung, keine Beeinflussung. Christusbewusstsein 10 öffnet das menschliche Herz für die Wahrnehmung dessen, was ist, wahrhaftig sein, sich für Gefühle öffnen und du selbst sein. Christusbewusstsein 10 löst Ängste. Christusbewusstsein 10 löst alle schädlichen, manipulativen Fremdenergien in deinem Umfeld auf, klärt dein Energiefeld und jenes, in dem du dich aufhältst. Christusbewusstsein 10 hält die Aura rein und reinigt sie bei Verschmutzungen. Christusbewusstsein 10 ist der Arzt für die menschlichen Zellen und repariert beschädigte DNA. Und als 10. Punkt schließlich, Christusbewusstsein 10 kann in Kombination mit der Bergkristallenergetisierungsscheibe CB5 aus dem Erbe von Atlantis, beispielsweise ein Wasserkrug, angewendet werden. Dies verstärkt die heilende Wirkung auf Geist, Körper und Seele der Menschen,
Ebenso unterstützt es Tiere, die dieses Wasser trinken, und es fördert das Wachstum von Pflanzen. Bedenke immer, wie alle Symbole korrespondiert auch Christus Bewusstsein 10 mit dem Bewusstsein des einzelnen Menschen. Je wachsamer und achtsamer du bist, je bestrebter du bist, in dir selbst aufzuräumen und für Klarheit zu sorgen, umso wirksamer ist dieses Symbol. Und jetzt noch zu den Anwendungen. Das am Körper getragene Symbol hält deine Schwingung rein und sorgt dafür, dass du eigene Gefühle klar wahrnehmen und ausdrücken kannst. Es sorgt für Klarheit im Kopf, das heißt, du denkst eigene Gedanken und hast keine Scheu davor, diese mitzuteilen. Das Symbol im Wasserkrug: Trinke das Wasser, es reinigt dein Blut, spült Schadstoffe aus deinem Körper und fördert die Heilungen von Zellen. Das Symbol in der Kombination mit Christusbewusstsein 5, also mit der Bergkristallscheibe: Trinke das Wasser, es reinigt dein Blut, spült mit großer Intensität Schadstoffe aus deinem Körper und fördert die Heilungen von Zellen. Und jetzt ein Vorgriff auf die Shungit-Kugeln, die, ich gehe da noch kurz darauf ein, die bestellt sind und die wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit erhalten, wo das Symbol dann drauf ist. Das sind zwei Sorten Shungit-Kugeln, eine große und eine kleinere, und oben haben wir das Symbol drauf geprägt. Also nicht geprägt, sondern hineingelasert. Dieses Symbol auf dem Shungit-Stein für Wohnungen hält die elektromagnetischen Belastungen 5G fern und sorgt in deinem Wohnumfeld für ein reines und konstantes energetisches Klima. Stelle dort eine Kugel auf, wo es sich für dich gut anfühlt. Grundsätzlich ist nicht die Menge der Kugeln entscheidend für einen wirksamen Schutz, sondern es ist das Bewusstsein des Menschen. Da die Energie des Symbols Mauern durchdringt, kann auch eine Kugel für ein großes Haus reichen. Also eine Kugel. Spüre selbst hinein, was für dich stimmig ist. Für die Schnellreinigung deiner Aura. Wenn du das Gefühl hast, dass sich fremde Energien in deinem System eingelagert haben, dann lege das Symbol für 15 Minuten auf die Stirn oder auf den Brustkorb, um eine Schnellreinigung deiner Aura zu erreichen. Danach trinke ein Viertelglas oder mehr Christusbewusstsein 5 und Christusbewusstsein 10 Wasser. Also das geht uns, glaube ich, vielen so, dass sie oft so nach Hause kommen am Abend von der Arbeit oder von einem Einkauf und sich so verschmutzt fühlen, so müde, so träge, so ziehen frisch und wohlgelaunt bei der Tür raus und kommen am Abend erledigt nach Hause. Und wenn sie dann hier sagen, ich möchte eine Schnellreinigung haben, dann ist das natürlich was Tolles. In der Wirkung und Anwendung gibt es Überschneidungen mit den Symbolen, haben wir schon gehört, Christusbewusstsein 5, also mit der Energetisierungsscheibe für Flüssigkeiten. Auch mit dem Anhänger gibt es Überschneidungen, die wir haben, und diese Symbole können dann so je nach Intuition auch angewandt werden. Aber jedes Symbol steht dennoch für sich und alle Symbole können je nach Bedarf auch gemeinsam verwendet und getragen werden. Also da steht sich nichts im Wege. Okay? Und abschließend, was ich immer an der Stelle auch dazu sage, bedenkt bitte immer, das göttliche Licht ist allwissend und die Gaben aus dem Erbe von Atlantis erwirken dort Heilungen, wo ein Mensch dafür bereit ist. Aufgrund des freien Willens geschieht immer das, was geschehen kann und darf. Und wir greifen natürlich auch keinem ärztlichen Besuch vor, wenn Sie das Gefühl haben, da hilft jetzt einmal gar nichts, da muss ich oder da will ich zum Arzt gehen, bitte unbedingt zum Arzt gehen, das ist kein Heilungsversprechen, das wir abgeben, sondern es unterstützt Sie, und wenn Sie, wenn Ihnen das im richtigen Moment begegnet, ist das eine sehr schöne Gelegenheit, Heilung zu erlangen. Also soweit zu dem Symbol. Sie können es tragen, wie bereits den Anhänger, und jetzt zeige ich Ihnen, was wir da haben. Ich habe hier zum Beispiel die zwei Symbole in Silber, die wir schon haben, Christusbewusstsein 5 und Christusbewusstsein 9. Und jetzt kommt die Christusbewusstsein 10 dazu. Ich trage selber noch nicht, weil wir noch nicht so viel hier haben. Und speziell für Menschen, die zur Lichtlesung kommen, vielleicht kein Internet haben, soll ja genug heute da sein, dass sie es vielleicht mitnehmen können. Ich sitze ja quasi an der Quelle, ich kann es ja immer noch dann mir nehmen, wenn wir dann die Stückzahlen kriegen, die wir brauchen, um auch über den Shop das zu kommunizieren und zu verkaufen zu können. Also die
Lieferung kommt, nächste Woche vermutlich. Und heute haben wir hier, worum es da geht, das ist wichtig, heute haben wir hier zum Verkauf schon in Gold und in Silber die schönen Symbole von dem, das ist mit zwei Farben von Bändern. Und Sie sehen ja, das kleine Band hat ein bisschen eine hellere Farbe als das, was wir bisher gehabt haben. Und genau das ist auch der Grund, warum wir heute noch nicht ganz viele von dem da haben oder auch im Shop das noch nicht online gestellt haben, weil, was selten passiert, hat uns der Juwelier gesagt, aber genau diese Farbe hat er nicht jetzt gekriegt, so schnell wie es wir gebraucht haben. Aber nächste Woche haben wir dann wieder, stimmt die Farbe vom Band mit dem, wie es wir am Shop dann präsentieren werden, auch überein. Sonst hätten wir zu viele Diskussionen, wenn wir jetzt sagen, am Shop das online stellen und ein anderes Band haben. Heute können Sie aber, das ist auch sehr schön, ein helleres Band, das hier schon erwerben und am Handgelenk so tragen. Das ist echt super. Das wird auch nicht so locker. Also es ist wirklich eine tolle und eine schöne Sache, um diese Energie zu haben und eben bei sich zu bleiben dadurch. Fühlt sich wirklich gut an. Und ist auch ein schönes Geschenk aus meiner Sicht, weil das kommt nicht, ich möchte es so ausdrücken, nicht so esoterisch daher. Ja? Ist auch für die Menschen, die sagen, na eigentlich, ich glaube schon an Energien und so, aber jetzt will ich nicht so genau darüber, mehr brauchst man nicht erzählen, es gibt ja viele solche Menschen. Aber das ist schön und das fühlt sich gut an und dann ist schon viel, gell? Das fühlt sich gut an und mehr Info ist am Beginn vielleicht gar nicht wichtig. Also Sie brauchen nicht da gleich jemandem gleich alles erzählen und sagen, du, das unterstützt dich in deiner Herzlichkeit. Näheres kannst du schauen, ich gebe dir da was mit, aber das ist auch ein schönes Geschenk, gebe ich daher. Und ist heute hier zu erwerben, beide Symbole. Und ich glaube, wenn wir online gehen mit der heutigen Aufzeichnung, dann wird das sehr zeitnah schon sein, dass auch am Shop alles erhältlich ist. Es gibt es in Gold groß, in Gold klein, Silber groß und in Silber klein. Ich lasse das jetzt so da, dass es so schön in den Raum wirkt. Und wir und ich fahre mit der Lichtlesung fort, mit einer schönen Begebenheit, die ich im Urlaub jetzt in den Ferien hatte. Sagen wir Urlaub, es war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber es war eben lichtlesungsfrei, insofern Urlaub. Intensive und schöne Zeit. Sie wissen ja, ich habe ja über 20 Jahre als Kellner gearbeitet, in Wien als Ober in den Kaffeehäusern, speziell in einem, in zweien lange. Und in dem letzten Kaffeehaus war ich, seitdem der gegründet wurde, vor fast 10 Jahren jetzt, war ich 10 Jahre nicht mehr dort. Und am 10. Juli heuer, also jetzt vor 2 Monaten, habe ich plötzlich so, in der Früh bin ich aufgestanden, sage, heute gehst du dorthin, ich habe nicht gewusst, heute musst du dorthin, immer, nein, du gehst hin. Und dann habe ich so einen Tagesablauf gehabt, einen strikten und sehr genauen, ein paar Termine. Und dann habe ich gesagt, na, wird sich das ausgehen und so. Und dann habe ich genau so eine Lücke gefunden, eine halbe Stunde. Also genau da geht es sich aus, aber ich gehe nur hin, wenn genau der Kollege oder die Kollegen dort sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es macht für mich keinen Sinn ergeben, dort fremde Gesichter zu begrüßen. Ich wollte hin. Na, dann gehe ich hin. Und das, bevor ich das weitererzähle, ich habe eine Botschaft zum Meister Saint-Germain, langsam öffnet ihr die Augen. Ja, Zeit zum Aufwachen, denn die Dinge, die bisher unbeweglich waren, kommen in Bewegung, steht da drin. Oder langsam erwacht ihr, langsam öffnet ihr die Augen, langsam wird es Licht, damit in einem Augenblick sich alles wandeln kann. Und wie ich so dran denke, dorthin zu gehen und mit dem Roller dann vorfahre, und ich denke mal, es hat auch seinen Gastgarten. Ich denke mir, na, wenn dieser eine Kollege da jetzt wirklich im Gastgarten steht, ich bin oft schon dort vorbeigefahren, da war nie ein Kollege zu sehen in den 9 Jahren, dann bleibe ich stehen, sonst nicht. Also das muss jetzt wirklich sein, sonst gehe ich dort nicht hin. Weil ich habe keinen Grund dorthin zu gehen gehabt. Wenn es sein, und wirklich kommt dieser Kollege, mit dem ich sehr gut harmoniert habe, sehr geschätzt habe, sieht mich vom Weiten schon, wie wenn er geschaut hätte, heute komme ich nach 10 Jahren.
Und ich bleibe dort stehen und dann sagt er, du, Jan, diese 5 Minuten musst, er hat gesehen, dass ich nicht so viel Zeit habe, diese 5 Minuten musst du dir jetzt nehmen. Dann sage ich, okay, ich habe gewusst, dass ich hergeführt bin, wenn es sich so ergibt. Sage ich, ja, den nehme ich mir. Dann gehen wir rein und sagt er, du, mein Kollege, also das war der zweite Kollege, mit dem ich auch immer zusammengearbeitet habe, der schon in Pension ist, aber noch dort jetzt aushilft. Und beide waren gleichzeitig meine Lieblingskollegen dort, was an und für sich schon schwer ist, hat er gesagt, heute in der Früh, nach 10 Jahren, haben, also sein Kollege, ich sage den Namen nicht, und er, dich gerufen. Also sie sind so in der Früh da gestanden und haben gesagt, der Jan soll heute herkommen. Und das haben wir ganz, habe ich gesagt, wie gerufen? Das haben wir laut ausgesprochen, dass der Jan heute zu uns kommen soll. Und dann hat er gesagt, und da bist du. Und dann passt es sehr gut. Langsam öffnet er die Augen. Das heißt, das sind zwei Menschen, die schon sich beschäftigen mit anderen Dingen auch, so Varianten des Möglichen, aber natürlich von dem, was ich tue, überhaupt nicht verriegeln, nichts. Ja, das ist sicher Fremdland. Aber innerlich spürt der Mensch, und das ist, die Geschichte ist deswegen so schön, weil ich sehe, dass es viele solche Menschen gibt, wo man nicht am ersten Blick sagen würde, na, was bewegt den, was treibt den an. Und die werden einfach geöffnet. Wenn sie irgendwo offen sind, ob er will oder nicht, das kosmische Licht ist so stark. Du wirst telepathisch geöffnet. Das ist eine reine Telepathie gewesen. Ich habe das in der Früh gespürt da drin. Also ich habe nicht gewusst, die rufen mich. Ich habe aber gespürt, da muss ich hin. Und die sagen mir, das war Wahnsinn. Und wenn ihnen sowas passiert, ist das meistens auch verbunden mit mehr noch. Also das war eine schöne Geschichte, telepathisch, das funktioniert schon. Das ist schon, wir sind schon auf dem Weg. Ja? Wir können die Smartphones bitte schon abgeben. Ja. Ist schon am Weg. Das Zweite ist aber immer, wenn Sie, das haben Sie sicher schon erlebt, wenn Sie nach langer Zeit an einem Ort zurückkommen, bei dem Sie eine Zeit lang gelebt haben, oder eine Wohnung, oder ein Haus, oder sonst eine Schule, egal was, wenn sie nach langer Zeit dorthin gehen, hingeführt wurden, sagen, na, was mache ich jetzt da eigentlich? Was mache ich da? Das heißt, wenn das so kommt, dann ist damit auch immer eine Aufgabe verbunden. Meistens lösen sie dann alte Energien raus oder sie spielen noch etwas durch, Textaufarbeitung. Ja. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in diesem besagten Caféhaus den Auftrag hatte, alle Energien, die ich noch dort hatte oder die sich verselbstständigt hatten von den Kollegen, weil sie gesagt haben, na, wie ich da war, war es vielleicht ein bisschen lustiger oder so, ja, dass das alles, dass ich das zurückziehe, dass ich dort wirklich ganz rausgehe aus dieser Firma. Und witzig war es, ja, dass sogar in der Küche noch die Bediensteten, da war fast alles neues Personal, aber die zwei, die ich gekannt habe, die waren auch da. Nach 10 Jahren, den Tag kannst du nicht planen. Es gibt keinen Dienstplan, der das so plant. Also es war interessant und ich habe dann zu Hause eine Meditation gemacht und meine ganzen Energien dann da auch noch, die sich verselbstständigt haben, ich habe das natürlich gemacht, wie ich gegangen bin, zurückgenommen. Das war sehr schön und da sieht man auch, so schwierig das oft ist, auch wahrzunehmen im Alltag, hier findet im Hintergrund und auf Seelenebene bei den meisten Menschen etwas statt, was sie selbstbewusst gar nicht wahrnehmen. Nicht? Weil wenn ich plötzlich einen telepathischen Kontakt herzaubern kann, dann ist schon was passiert. Ja, das ist mehr wie nichts. Das ist was sehr, sehr Schönes. Aus der heutigen Botschaft haben wir gehört, und da sind wir jetzt beim nächsten Thema, wie können wir mit der Negativität, die uns umgibt, richtig umgehen? Da habe ich dann auch eine Geschichte aus meinem Aufenthalt auf Paros. Mit der Familie waren wir dort, war sehr schön. Mahakorn hat uns heute in der Botschaft, in der Bewusstseinsarbeit gesagt, am Ende eines Tages in Liebe zu allem, was ist, schwingen, ohne dabei das Negative zu verdrängen, ist das Ziel für die Menschen, denen der Wandel ein echtes Anliegen ist und die Bedeutung ihrer Inkarnation erfasst haben. Das heißt, hinschauen, ja, ich nehme wahr, da ist etwas im Argen, aber dann wieder zurück zu mir kehren. Und darum geht es jetzt in der Praxis.
Da möchte ich Sie jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen und vorweg sagen, wir halten die Schwingung. Ich werde Ihnen jetzt was vorlesen, was grauslich ist. Und wir halten aber die Schwingung. Denn ich habe, was ist Negativität? Ist alles, was Neid, Zorn, Wut, Hass, Gier, Eifersucht, Angst, grob Angst ist Negativität. Was ist Licht? Ist Liebe, Mitgefühl, Güte, Verständnis, alles, was in diese hineingehört. Okay? Wir haben die Wahl zwischen Liebe und Angst. Und momentan wird die Angst extrem verbreitet, damit wir nur nicht in unsere Liebe kommen, auch nicht in die Telepathie, in dieses Ganze hinein. Weil wenn wir beschäftigt sind mit Ängsten, habe ich keine Zeit, telepathisch irgendwen zu rufen. Okay? Oder sonst welche Gefühle zu kultivieren. Ich war auf Paros mit der Familie, war sehr schön, 14 Tage. Bin dort immer hineinspaziert in so ein kleines Dorf, größeres Dorf, kann man sagen, mit einem netten Kaffee, einem guten Kaffee auch, habe ich immer einen Kaffee und Orangensaft gefrühstückt. Und die haben dort natürlich fast keine deutschen Zeitungen, so als Griechisch oder Englisch, Spanisch, Italienisch. Naja, einmal in der Woche gibt es die Bild-Zeitung. Nur was lese ich? Die Bild-Zeitung natürlich. Da lese ich halt auch die Bild-Zeitung, um ein bisschen Heimat nach Griechenland zu holen, sozusagen. Und das war genau der Tag, wo sie die Bild-Zeitung hatten, wo Folgendes passiert ist. Und wir bleiben jetzt bitte in der Schwingung. Da schlage ich, das war der 30. Juli 2019, was für ein Wahnsinn. Es war in den Medien überall. Mann stößt Mutter und Kind vor IC. In Frankfurt, Sie erinnern sich vielleicht. Junge stirbt auf den Gleisen, Täter kommt aus Eritrea. Innenminister Seehofer bricht Urlaub ab, schützt uns vor den irrenbaren Schubsern, schreibt die Bild-Zeitung. Also ich bin in bester Urlaubsstimmung, voll in der Mitte, in mir und dann zum Frühstück sozusagen. Zack! Da passiert ja was, wenn du sowas liest. Ja. Zwei Tage später haben sie wieder die Bild gehabt, dann haben sie es plötzlich gehabt, drei, vier Tage. Haben sie wieder begonnen. Da war dann das, wo der eine mit einer Machete einen auf der Straße niedergemetzelt hat. Auch in Deutschland. War auch groß bebildert. Das macht mit einem was. Dieses Beispiel möchte ich mit Ihnen jetzt durchspielen und wir sind am Ende wieder in unserer Mitte. Das war der erste kleine Schock für mich. Dann blätter ich das auf. Und das ist leider Gottes auch dann immer, geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich. Zuerst einmal haben wir das Ereignis, du sagst Wahnsinn und dann die Reaktionen und dann sagst du noch einmal Wahnsinn. Und Grünen Verkehrsexpertin Valerie Wilms mahnt wegen, also zu diesem Fall sagt sie, mahnt wegen der Schreckenstat von Frankfurt generell zu mehr Vorsicht. Fahrgäste, und jetzt kommt's, sollten sich niemals zu nah an Gleise begeben. Wenn sich alle an die Regeln halten, reichen diese Maßnahmen für eine sichere Benutzung der Bahnsteige aus. Das ist dann der zweite Schock. Das heißt, eh schon schlimm, nur kriegst nur eine. Ja? Und so, was mache ich in dem Fall? Weil, warum ist das wichtig? Wir werden täglich von solchen Meldungen überzogen, überschüttet. Das heißt, selbst wenn ich immer in mir bin, wenn ich bewusst bin, sobald ich außer Haus gehe oder im Internet was recherchiere oder wenn man Fernsehen schaut, irgendwann nur wo reinschaut, es gibt ja heute schon in jedem Restaurant Fernseher, du entgehst dir dem auf der Straße gar nicht mehr. Du gehst wo vorbei, schaust bei der Auslage rein und haust hinten am Fernseher. Also das ist ein Terror pur, ja. Das heißt, du wirst bespielt, wo es nur geht, mit Schreckensnachrichten. Was ich mache, das möchte ich mit Ihnen teilen. Wie halte ich mich klar? Mich erwischt zunächst einmal genau wie jeden, weil ich dann sage, wow, das kann was. Da bin ich einmal so energetisch drunten. Und immer wenn ich merke, aha, jetzt bin ich aber unten, weil ich habe im Urlaub dann gemerkt, aha, jetzt kann ich eine Viertelstunde, war der Weg zur Unterkunft, so genau am Weg kann ich das schon lösen, dann hupfe ich ins Meer, dann wasche ich das ab, lege mich hin, eine Viertelstunde, und so habe ich es gemacht. Und kurz mal mit dir. Ich sage dann immer zu mir, das ist sozusagen die Notoperation. Ich bin die Liebe, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das mantriere ich dann, so lang, bis ich wieder bei mir bin. Noch nicht in der Mitte, aber bis ich mich wieder gespürt, bis ich vom Außen wieder bei mir bin.
Das wiederhole ich bin die Liebe, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Das hat er nicht für sich allein gesagt. Das hat er uns mitgegeben, damit es wir ihm gleich tun. Er hat das oft gesagt, tut es mir gleich, tun wir es ihm gleich. Dann bist du schon einmal, das ist so wie sozusagen die Notoperation, dann bist du einmal schon auf der sicheren Seite. Wenn du aber völlig überlagert bist und jetzt wirklich eine Aura, kurze Aura-Heilung auch nicht wirklich hilft, sondern du bist eigentlich ziemlich erledigt, ist es wichtig, Auszeiten zu nehmen. Und das ist jetzt sehr wichtig. Machen Sie bitte Pausen beim Nachrichtenkonsum. Und gehen Sie in die Natur. Gehen Sie in den Wald oder in die Wüste. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Stellen Sie sich. Ja, ist so. Wo ist, weiß ich. Ja, und wenn der Wüste lud, ist so. Stellen Sie sich in die Balance zurück. Ja? Ja? Vermeiden Sie jede Depression. Sie müssen gesund, entspannt und in Freude bleiben. Die Zuversicht bewahren und eine positive Lebensenergie behalten. Ein Kranker kann niemanden heilen, nutzt niemanden etwas. Deswegen bewundere ich diese Menschen so. Manche Menschen haben das in der Seelensignatur, in ihren Aufträgen zu recherchieren, sich den Dreck anzuschauen, da durchzusteigen. Unglaubliche Dinge machen die. Die müssen das machen, weil es ihr Auftrag ist. Die schauen oft aber auch so aus. Und dann sagen viele Menschen, na, wie der ausschaut, den glaube ich nichts. Nein, den können schon was glauben. Nur der wartet ja immer im Dreck. Wie soll denn der ausschauen? Der macht es für uns. Ich bin extrem dankbar, dass es Menschen gibt, die diese Kraft haben, diese Konsequenz, diesen Mut, für uns Aufdeckungsarbeit zu leisten. Assange ist so ein Typ. Snowden natürlich. Sage ich Danke zu diesen Menschen, aber ich bin froh, dass das nicht mein Job ist. Okay, wir haben einen anderen Job, jeder hat einen eigenen Job. Bitte macht euch bewusst, dass nur die, dass immer Trennung erreicht werden soll. Und es ist egal, ob jemand ein Schwarzer, ein Weißer, ein Katholischer, ein Hindu, ein Muslim oder sonst was ist. Man will uns nur spalten, auch die Hautfarbe, Religion, das ist mir alles egal. Und wenn ich sage, ich will nicht, dass Österreich oder Deutschland, dass so viele Einwanderer kommen, dann habe ich nichts gegen Muslime. Ich habe nur gegen das Benehmen von diesen Menschen was. Das ist ganz was anderes. Ich habe davor so viele, unter Anführungsstrichen Freunde, würde ich sagen, weil ich sie oft heute gesehen habe, Muslime gehabt in meinem Umfeld, als ich als Kellner gearbeitet habe. Das war so ein bisschen gehobene Gastronomie und da hat man schon ein anderes Umfeld auch. Das waren die liebsten Menschen. Aber in dieser Masse, in dieser Menge, mit dieser Ausrichtung nicht mit uns leben wollen, sondern eigentlich wir sollten mit ihnen leben. Das kann nicht funktionieren und das lehne ich ab. Aber nicht den Menschen, nicht die Religion, die hat mich noch nie gestört. Jeder soll seins leben, aber immer unter Berücksichtigung auf den anderen. Kann er nicht sagen, was mir gefällt, muss dir auch gefallen. So funktioniert es halt nicht. Und da erleben wir das halt. Das möchte ich nur zur Klarstellung haben. Trainieren Sie das, dass Sie in der Mitte bleiben. Das ist Übung. Das geht nicht immer von sich und immer so schnell und gleich. Stellen Sie die Gedanken ab. Wir haben heute wunderbare Techniken da, eine wunderbare Technik erhalten. Die Gedanken abstellen, in die Meditation gehen, in die Stille gehen. Ganz wichtig, meditieren Sie. Das ist wichtig, sich einen stillen Ort zu finden. Und entscheiden Sie sich am Ende immer für das Licht, für das Positive. Gehen Sie immer wieder in die Liebe hinein. Es gibt, das ist komplett alternativlos, das ist wirklich das Einzige, was alternativlos, glaube ich, ist. Für die Merkel ist was anderes auch alternativlos. Für mich ist zu lieben alternativlos. Das Einzige. Ja. Es gibt eine schöne Geschichte, die habe ich gefunden bei der Hanne Reinhardt auf ihrer Homepage. An einem Abend vor dem Lagerfeuer erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkel die Geschichte über den Kampf, der in allen Menschen vorgeht. Er sagte, mein Sohn, der Kampf zwischen den Wölfen findet in uns allen statt. Einer ist das Böse, es ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Missgunst, Minderwertigkeit, Lügen, falscher Stolz, Überheblichkeit und Egoismus. Der andere ist das Gute, es ist die Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Bescheidenheit, Güte, Nächstenliebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Wahrheit, Einfühlungsvermögen und Glaube.
Der Enkel dachte für einen Moment darüber nach und fragte den Großvater: Welcher Wolf gewinnt? Der alte Indianer antwortete: Der, den du mit Futter versorgst. Sehr schöne Geschichte. Und genau darum geht es, denn uns will man mit negativen Futter versorgen. Das ist ein Überangebot da, das ist unglaublich, das Überangebot. Und es liegt an uns, das ist die Eigenverantwortung, haben wir heute schön gehört in der Botschaft, dass sich das nicht gefallen zu lassen. Aber das brauche ich niemandem sagen. Das muss ich nur bei mir verwirklichen. Fertig. Dann sieht man mir das eh an. Hey, was machst du? Du bist trotzdem so gut drauf. Haben Sie vielleicht schon gehört? Du bist so gut drauf bei dem, was da passiert. Was, du willst noch Kinder auf der Welt? Dann können Sie antworten und sagen, natürlich, weil ich eine positive Perspektive habe und mich von der negativen nicht eindullen lasse. Ich bin die Liebe, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Habe ich gesagt, das ist das Erste. Aber es ist nicht alles. Paramahansa Yogananda hat das sehr schön auch gesagt, ein Mantra immer sagen, kann auch eine gute Gewohnheit werden. So wie Rosenkranz beten. Also wenn man da zuschaut, wie manche Menschen Rosenkranz beten, das sind Studien wert, das ist unglaublich. Und das ist so, wie soll ich sagen, so distanziert von dem, was da passieren sollte. Abarbeiten nach dem Motto, um 8 Uhr Abendessen, um 8 Uhr Nachrichten, eine nach der anderen, ist unbeseelt. Ich habe das oft erlebt. Und genauso kann es beim Mantra sein. Wenn Sie nur die Lippen bewegen, wird es nichts. Paramahansa Yogananda sagt, ist es eine gute Gewohnheit, sagt, als folgende Geschichte ist mit Paramahansa Yogananda, ein Schüler hat es erlebt. Ein Schüler hatte einen schwerwiegenden Irrtum begangen und jammerte. Ich habe immer versucht, mir gute Gewohnheiten anzueignen. Deshalb kann ich nicht verstehen, dass gerade mir ein solches Missgeschick passieren musste. Dann sagt Yogananda darauf, dein Fehler bestand darin, dass du dich zu sehr auf deine guten Gewohnheiten verlassen und es versäumt hast, richtiges Urteilsvermögen zu entwickeln, sagte der Meister. Deine guten Gewohnheiten helfen dir in alltäglichen und vertrauten Situationen, aber sie genügen nicht, wenn plötzlich ein neues Problem auftaucht. Das ist interessant, weil ich höre das sehr oft. Viele sagen, ich mantriere den ganzen Tag, aber es hilft nicht. Ich spreche Verfügungen, hilft auch nichts. Ich bete, hilft auch nichts. Das ist es, wenn Sie in der Gewohnheit drin schon stecken und das Urteilsvermögen gar nicht bemühen und sagen, na, dann ist es vielleicht was anderes. Ich muss woanders hinschauen, ich muss auf einer anderen Ebene das abarbeiten. Das ist auch wichtig. Yogananda sagt, dann braucht man die Unterscheidungskraft. Durch tiefe Meditation wirst du lernen, in jeder Lebenslage die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn es außergewöhnliche Umstände gibt. Er fügte hinzu, der Mensch ist kein Automat. Es genügt deshalb nicht, dass er nur festen Regeln und starren Moralvorschriften folgt, wenn er ein richtiges Leben führen will. Die Vielfalt täglicher Probleme und Ereignisse gibt uns reichlich Gelegenheit, ein gesundes Urteilsvermögen zu entwickeln, sagt Paramahansa Yogananda. Das ist wirklich sehr schön. Und welcher Wolf gewinnt bei dir? Das haben wir vorhin gehört. Das ist immer die Frage, welchen versorgen wir mit Nahrung? Und wir können zum Beispiel, wenn ich das jetzt so lese, was ich vorhin vorgetragen habe, die andere Seite beleuchten. Ich habe da was so Schönes gefunden und dem Energie geben. Deswegen halten wir auch so schön die Schwingung jetzt auch, weil wir in dieser Lichtglocke sitzen, würde ich das nennen. Und zwar die Rudolf, weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, die Rudolf Steiner Nachrichten. Ausgabe 1. Januar 2029. Und da stehen wie dann die Arbeitswelt sein wird, wie das Geldwesen funktionieren wird, wie das Gesundheitswesen sein wird, Kinder, Mütter und die Eltern. Da steht zum Beispiel über die Arbeitswelt, Arbeit wird also im Jahre 2029, das wäre, naja, in 10 Jahren, das ist ja bald. Also ich habe ein Buch erhalten, 2026, mich hat natürlich 2029 dann sehr angesprochen, weil ich ja immer mir denke, wenn es so weitergeht, das wird nichts mit 2026, denke ich mir ja ab und zu. Es ist ja nicht so, dass ich da
nicht Realist genug bin. Aber wir wissen, das kippt auf einmal sowas. Ja. Je mehr wir an uns arbeiten, das kann auf einmal kippen. Und auch hier diese Rudolf Steiner Nachrichten gehen in diese Richtung. Hier steht zum Beispiel über die Arbeitswelt: Arbeit wird nunmehr als Recht gesehen und nicht als Ware im Wirtschaftsleben. Dies hat weitreichende Folgen auch für die Würde der Menschen. Versklavung zu Billiglöhnen gehört damit der Vergangenheit an. Die Vollzeitarbeit wurde radikal reduziert auf maximal 20 Wochenstunden. Dies wurde durch die ständig wachsende Digitalisierung und Roboterisierung der Arbeitswelt möglich. Eine eigens eingeführte Abgabe auf Maschinen hat viele Änderungen finanziert. Die durch fortschreitende Technologisierung freigewordene Zeit verbringen die Menschen mit gesellschaftlich wichtigen Aufgaben einerseits und widmen sich außerdem intensiv ihrer persönlichen Bildung und Weiterentwicklung. Maßgebender Erfolgsfaktor dabei war, dass unser gesamtes Bildungswesen umgebaut wurde. Ein freies Schul- und Universitätswesen hat ermöglicht, Kinder und Jugendliche ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend zu fördern und sie zu verantwortungsbewussten, freien und kreativen Menschen zu erziehen. Die Menschen lieben, was sie tun, das ist der Garant fürs Gelingen. Wunderschön. Und dann Geldwesen steht hier, auch ein kurzer Auszug. Damals gab es ein paar Menschen, die schon früh erkannt haben, dass etwas mit dem damaligen Geldsystem nicht stimmte. Sie wurden tätig und trugen über Jahre viele Beispiele aus der Natur zusammen, um ein würdevolles Geldsystem zu entwickeln. Daraus entstand die Idee des aktiven Grundeinkommens. Das heißt, in 10 Jahren haben alle ein Grundeinkommen. So steht heute, wie ihr wisst, jedem Menschen ab Geburt ein aktives Grundeinkommen zur Verfügung, so wie es in der Pflanzen- und Tierwelt üblich ist. Jedes Lebewesen ist versorgt. Aktives Grundeinkommen deshalb, weil sich jeder, sobald er kann und natürlich auch will, aktiv mit 50 Stunden im Monat mit seinen Talenten und Fähigkeiten in der Gemeinschaft einbringt. Also auch als schöner Ansatz. Und wir können all diesen Ideen oder diesen Visionen, die ja eigentlich in der Manifestation sind, das ist etwas, was in der Manifestation ist, mit unserer Energie anreichern, mit unseren Fähigkeiten. Jeder von uns hat Fähigkeiten. Und jeder kann entscheiden, wieder Eigenverantwortung, wo tue ich mit? Jeder von uns ist einmalig, jeder von uns ist wertvoll und kann sich wo einbringen. Und das muss nicht laut sein. Still, leise arbeite ich womit. Und wenn eine Mutter in Zukunft, und das noch abschließend aus dieser sehr schönen Broschüre, eine werdende Mutter einen solchen Brief vom Amt kriegt, dann haben wir es wirklich geschafft. Sehr geehrte Frau Musterfrau, steht hier, wir beglückwünschen Sie ganz herzlich zu Ihrer Schwangerschaft und wünschen Ihnen den besten Verlauf und eine erfolgreiche Geburt. Wir informieren Sie hiermit noch einmal über Ihre Rechte als Mutter. Wir gehen davon aus, dass Sie aufgrund Ihrer Mutterliebe Ihr Kind zu einem freien, selbstbestimmten Menschen erziehen wollen und wollen Sie daher vor allem über Ihre Rechte informieren. Sie haben das Recht auf Bezug eines Erziehungsgehaltes, zunächst bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder. Dieses wird gemäß Ihren speziellen Bedürfnissen vom regionalen Familiennetzwerk Ihrer Gemeinde mit Ihnen festgelegt. Es soll dazu dienen, dass Sie als Mutter unabhängig von jeglicher Partnerschaft die Möglichkeit haben, dass Sie gemäß Ihrer Würde als Mutter in unserer Gesellschaft Ihr Kind oder Ihre Kinder ebenfalls gemäß deren Würde als Mensch versorgen und erziehen können. Das Gehalt muss in seiner Höhe gewährleisten, dass Sie damit die Freiheit haben, Ihre ganze Kraft und Zeit dieser besonderen Aufgabe, Tätigkeit und Berufung der Kindererziehung für die für die Kinder erforderliche Dauer der Erziehung widmen zu können. Ihr Gehalt entspricht damit auch dem von unserer Gesellschaft gewährten Kindergrundeinkommen. Also das ist schon im Entstehen. Das ist nur zur Information, Akademie Zukunft Mensch, Rudolf Steiner Gesellschaft, dort können Sie das beziehen. Ich habe ein paar Exemplare hier, gebe ich Ihnen dann gerne auch mit, aber ich wollte nicht noch einmal etwas da dazulegen, vor allem weil wir eh schon so viel haben. Das können Sie aber bei mir die Info erhalten, wenn Sie dann nach der Lichtlesung möchten. Also dem können wir Energie geben und allem sonst, was noch
so ist. Ich bin letztens, habe eine Kleinigkeit gehabt beim Auto, bin in die Werkstatt gefahren. Das sind auch so Kleinigkeiten, die einem den Tag verderben können, aber von dem dürfen Sie sich den Tag nicht verderben lassen. Bin in die Werkstatt gefahren und haben mal kurz mit dem gesprochen, mit dem Mechaniker, und der sagt: Na, wie viele Kilometer haben Sie am Auto oben? Und habe gesagt: Na, wollen Sie es genau wissen? Dann gehe ich raus, schauen. Oder so circa gut 20.000 Kilometer, aber jetzt nicht genau noch mehr. Sagt er: Na, macht nichts, bleiben Sie gleich da, werden wir gleich haben. Sage ich: Aha, was meinst du damit? Sage ich: Naja, ich schaue gleich nach am Computer. Hat den Computer aufgemacht, hat dann nachgeschaut, wie viele Kilometer ich im Auto habe. Also da wird einem ganz seltsam zumute. Man weiß zwar, man wird abgehört, das weiß jeder, aber was das im Alltag macht, das ist ganz eine interessante Erfahrung für mich gewesen. Sage ich: Was? Unglaublich, der vom Computer kann eigentlich genau mein Bewegungsprofil mit dem Auto abfragen. Sehr interessant. Lasse ich mir den Tag auch nicht verderben. Dann sage ich: Ja, so ist das, so weit sind wir. Ändert für mich aber auch nichts. Ich mache trotzdem genau das weiter, was ich glaube, das richtig ist. Okay? Verderben lass ich mir den Tag dadurch auch nicht. Ich habe für die Meisterdialoge 7. Das ist das Buch, das als nächstes dann wahrscheinlich erscheint. Ich bin eigentlich fertig damit, aber ist noch nicht ganz sicher, ob noch was dazukommt. Also das ist noch in der Schwebe, aber bald wird es gebracht. Zwei Botschaften erhalten, kurze Auszüge daraus, weil sie so brisant sind. Das sind Gespräche, die länger gehen. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin, das sind ja die drei Top-Spieler momentan am politischen Feld in der Top-Liga. Und da wollte ich einmal, habe ich ein Gespräch geführt über die Aufträge der unterschiedlichen und wer was ist. Und Sananda hat mir Folgendes dazu gesagt, jetzt nur in aller Kürze ganz kompakt, weil das sehr positiv ist. Zu Donald Trump: Insgesamt seid euch gewiss, dass diese Wesenheit erfüllt seine Aufträge und sie steht selbst nicht in dem tiefen Sumpf, der jetzt trockengelegt wird. Das zu Donald Trump. Zu China. In China wird die Zukunft, die in Europa immer mehr Menschen zurückweisen, umgesetzt. Kontrolle, Überwachung, Manipulation und Entmenschlichung werden durch Technologie und Ideologie verwirklicht. China dient allen Staaten der Erde als negatives Beispiel dafür, wohin die Allmacht einiger weniger und ein unbeseelter Technologieglaube führen können. So, China ist ja sehr modern, also wir müssen wie die Chinesen werden. Ne? Steht hier ganz was anderes und ich beobachte das selbst auch mit großer Skepsis, was da passiert. Wladimir Putin, der Fels, Sananda sagt, der Fels in der Brandung und das Licht für Europa. Diese Wesenheit ist berufen, die Dinge im Lot zu halten. Und Deutschland dann, wenn es sich selbst besinnt, beizustehen. Russland weiß um die Bedeutung des deutschen Volkes und der deutschen Nation. Das gedeihliche Zusammenwirken von Russland, Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Basis für den Weltfrieden. Das ist die Zukunft, die von den einen sabotiert und von den anderen forciert wird. Das ist ein spannender Kampf jetzt. Dieser Kampf ist jetzt im vollen Gange, sagt Sananda. Und dann zu Deutschland noch, aus dieser Botschaft abschließend, zu Deutschland. Die deutsche Sprache wird genauso wenig vergehen wie die deutschen, deutsch sprechenden Völker. Und durch die Einheit mit Russland, dem großen slawischen Bruder, wird ein langer Frieden auf Erden etabliert. Also diese positive Botschaft wollte ich nicht aufsparen bis zur Präsentation, weil das muss jetzt raus. Das sage ich Ihnen, Sie können das wo erzählen und das sage ich hier in die Kamera, damit es auch verbreitet wird, damit die Menschen, weil es ist ja fast überall, Dritter Weltkrieg, wann geht's los und jetzt Iran, also schon wieder so gefährlich. Also man wird ja wirklich zugepflastert mit negativen und schwarzmalenden Zukunftsszenarien.
Wir haben gehört in einem Buch, und das ist dieses Buch, beschäftigt sich ausführlich damit, die Erde wird nicht zerstört, dass die Erde eben nicht zerstört wird. Und da steht auch drin, es gibt keine atomare Zerstörung. Das ist wichtig. Und das Neueste ist aber, das habe ich nicht gewusst bisher, es wird auch keinen dritten Weltkrieg geben. Und hier der Auszug auch, das finden Sie dann im siebten Teil des Buches, der Meisterdialoge, ein Auszug, weil es auch so pressiert. Es, mit dem Titel, es wird keinen dritten Weltkrieg geben, von Meister Saint-Germain, ein Gespräch, und Meister Saint-Germain sagt, es wird keinen dritten Weltkrieg geben, auch wenn die Menschheit seit Jahren am Rande einer solchen Auseinandersetzung wandelt, so wird es dieses Szenario nicht geben. Und obwohl sich einige, die diese Welt nach ihren eigenen und dunklen Vorstellungen verändern wollen, wünschen, dazu wird es nicht kommen. Die von dir angesprochenen Staaten Iran und Russland sind die beiden Schlüsselstaaten, um die es zur Erlangung der Weltherrschaft geht. Deshalb arbeiten jene Kräfte, die sich der Herrschaft über die ganze Menschheit sichern wollen, daran, diese Länder von innen heraus zu destabilisieren. Dies wird scheitern, da die lichtvolle Gegenoffensive sehr machtvoll ist und auf jede Provokation eine geeignete Antwort weiß. Das heißt, hier findet wirklich ein epischer Kampf, ich glaube sogar kann man das ohne Übertreibung bezeichnen, statt. Und ein epischer Kampf, und das ist auch eine Art Kriegsführung, so nenne ich das. Ja? Und Krieg, also das möchte ich gar nicht jetzt negativ behaften, Krieg heißt ja etwas kriegen, so kann man es ja auch sehen, ich kriege etwas. Ja? Aber es herrscht ein großer Wahnsinn um den ganzen Klimawandel. Und Goethe hat zum Beispiel gesagt, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. Zeitungen nennt er und Enzyklopädien, Schulen, Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Das könnte nicht besser treffen, was mit dem Klimawahnsinn jetzt passiert. Ja? Das ist eine flächendeckende, fast schon Traumatisierung der Menschen über Mitteleuropa. Interessanter, sind uns das aufgefallen, interessanterweise Afrika oder Indien oder China oder Amerika, die lassen sich das nicht gefallen, was bei uns reingeht. Überhaupt nicht. Also bei uns wird der Eindruck erzeugt, wie wenn die ganze Welt jetzt dieses CO2 bekämpft. Und jetzt müssen wir halt auch noch. Es wird der Eindruck erzeugt, ich glaube nicht, dass in Kongo irgendwer das Klima bekämpft. In Kongo, der geht seit der Geburt bei der Tür raus und es ist heiß. Und der sagt nicht, oh, mir ist so heiß, jetzt müssen wir CO2 bekämpfen. Es ist so. Es ist nur bei uns dieser Wahnsinn und wir leben aber schon so in einer Glocke, dass viele glauben, alle tun das. Dann werden immer auch so einseitige Bilder gezeigt. Die Greta bei der UNO und so weiter. Ja? Und weil das so ein Wahnsinn ist, möchte ich darauf eingehen, denn es gilt dem, was entgegenzusetzen, etwas, eine andere Wahrheit sozusagen. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird auch gesagt, es ist wissenschaftlicher Konsens, heute ist Konsens, dass eben sich die Erde durchs menschengemachte CO2, der Mensch ist der Verursacher, dadurch erhöht sich die Temperatur und das ist wissenschaftlicher Konsens. Ich sage, das ist wissenschaftlicher Nonsens. Warum? Wissenschaftlicher Konsens war vor 500 Jahren, dass die Erde ein Scheiben ist. So. Wissenschaftlicher Konsens ist immer fatal, weil dann hört sich die Diskussion auf. Da wird nicht mehr disputiert. Da sagt nicht der eine das, der andere das. Nur wie ist es jetzt wirklich? Im Fernsehen sehen wir nie Diskussionen, wo unterschiedliche Wissenschaftler diskutieren, immer nur dieselben, die uns irgendwas entrichtern wollen. Daran allein sieht man schon, dass da eine Agenda dahinter ist. Ich sage dazu, Klima hat es immer gegeben. Die Ursachen sind nicht das menschengemachte CO2. Das war früher niemals der Fall und ist auch
heute nicht der Fall. CO2 haben wir aus meiner Sicht zu wenig und nicht zu viel. Wir können mehr gebrauchen, dann wachsen die Pflanzen mehr. Und es hat Perioden gegeben, und das ist ja interessant, das wird uns ja nicht gesagt, wo es wärmer war in Europa. Und damals hat es noch keine Industrie gegeben. Warum war es denn bitte schön damals wärmer? Aber wir können weiter zurückgehen. Tiefseebohrungen haben ergeben, dass das Wetter in den Jahren 110.000 bis 23.000 in etwa vor Christus auf der nördlichen Hemisphäre um 10 Grad innerhalb von 50 Jahren geschwankt hat. Das heißt, es hat es immer gegeben innerhalb von 50 Jahren, dass irgendwann mal so ein Wandel gekommen ist. Und das ist immer schnell gegangen. Mit dem macht man uns ja so viel Angst, dass man sagt, nein, in 10 Jahren sind wir alle tot. Gestern, das war überhaupt das Lustigste, der ÖOE24, der Fellner, also die Österreicher wissen es, das ist ein Internetfernsehen, da haben es die Politiker jetzt vor den Wahlen interviewt zum Klima, und dann hat der Fellner allen Ernst, das ist ihm so rausgerutscht, der hat es dann eh korrigiert, hat er gesagt, naja, bis wann haben wir, gefragt die Kandidatin, bis wann haben wir quasi null CO2 in Österreich? Bis wann sind wir CO2-frei in Österreich? Dann sind wir alle tot, nicht? Aber ist wurscht. Bis wann sind wir? Und er hat gesagt, naja, neutral, 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 nicht? Hat er korrigiert. Aber so weit ist es schon, dass man sowas überhaupt formuliert. Wichtig zu wissen, Hannibal überquerte, also in der Schule wissen wir, Hannibal, Castorval, fragen Sie mich nicht, da habe ich mich gequält über diesen Geschichtsunterricht, weil wir einen Lehrer gehabt haben, der es nicht so gut vermittelt hat, überquerte 218 vor Christus während des Zweiten Punischen Krieges mit Elefanten die Alpen. Und da ist kein Elefant erfroren, vielleicht abgestürzt. Wikinger haben in Grönland grüne Insel, nicht die ganze, aber das war sehr eisbefreit. Das war um 1000 bis 1400 in dem Dreh herum. Es hat damals noch keine Industrie gegeben. In England wurde im Mittelalter Wein angebaut. Im Weinviertel, wo ich wohne, war viel mehr Weinbaufläche zur Verfügung, weil das Klima besser war dafür. Große Flüsse wie die Donau waren in Mitteleuropa ausgetrocknet im Sommer. Stellen Sie sich vor, wenn heute der Rhein teilweise austrocknet, was da für ein Geschrei wäre. Ja? Im Hochmittelalter, das ist verortet 1050 bis 1250 nach unserer Geschichtslehre, war aufgrund der wärmeren Temperaturen eine kulturelle Blütezeit. Wenn es warm wird, entfaltest du dich. Ja? Ich möchte nicht fragen, wie viele depressive Zuwanderer wir allein deswegen haben, weil es hier viel weniger Sonne gibt als in ihrer Heimat. Die werden schon deswegen gemütskrank, weil sie kein Licht haben. Die sind so gewöhnt, deswegen haben sie auch eine dunkle Hautfarbe. Der kriegt ja keinen Sonnenbrand, den kriege ich nur ich. Deswegen lebe aber ich hier und er dort. Und so soll es auch sein. Also bitte, an alle Kretas dieser Welt. Im Mittelalter gab es noch keine Industrie und trotzdem war es wärmer. Der CO2-Anteil in der Luft ist, wir wissen, extrem gering. 0,04%. Der vom Menschen verursachte Prozentsatz ist noch geringer. Es gibt dann so Zahlen, die offiziellen sind. Deutschland trägt zum allgemeinen Klima CO2 quasi Verpestung 2,2% dabei. Es gibt aber auch eine andere Zahl, da ist von 0,403 die Rede. Ja. Wie auch immer, egal welche Zahl ich nehme, es ist sehr wenig. Und das sagt mir mein Hausverstand, dass Deutschland das Klima der Welt nicht retten wird, wenn man schon auf der Ebene diskutiert. Deutschland soll jetzt alle Flüchtlinge aufnehmen, soll die Industrie abschaffen, der Krieg gegen die Autoindustrie ist voll im Gange, Kohle soll nicht mehr gefördert werden. Das heißt, und das Klima, Deutschland ist als Vorbildschüler beim Klima, Ölheizungen sind schon verboten, das ist schon durch das Gesetz. Das heißt, Deutschland soll einfach vernichtet werden. Nur um das geht es. Ja? Und die Merkel weiß es und die anderen kriegen es nicht mit. Aber wir wissen es auch und deswegen hier die Gegenöffentlichkeit. Ja, das muss man dazu sagen. Professor Dr. Werner Kirstein, das ist wirklich ein Spezialist auf Klimagebiet, der hat auf der Universität Leipzig eine Professur inne gehabt, ist jetzt schon in Pension, glaube ich, für Geografie und Geoinformatik.
Der sagt, das globale Klima ist ein virtuelles Datenmodell, das man auch deswegen, da es ein Datenmodell ist, nicht schützen kann. Für eine Aussage zum Klima braucht man einen Untersuchungszeitraum von mindestens 30 Jahren. Klimaschutz ist ein infantiler Aberglaube und widerspricht der Physik. Helmut Schmidt hat am 11. Januar 2011 gesagt: Wir wissen, dass es natürlicherweise immer Eiszeiten und Warmzeiten gegeben hat. Wir wissen jedoch nicht, wie groß gegenwärtig und künftig der von den Menschen verursachte Beitrag zur heutigen globalen Erwärmung ist. Solche Zitate kommen heute gar nicht mehr vor. Und das wäre einfach nur fair und objektiv und auch demokratisch. Nicht? Die reden ja immer von Demokratie, aber da fehlt aber ein ordentliches Stück an der Demokratie. Okay? Das Klima war nie stabil, sagt Professor Kirsten weiter, weder in den letzten 1000 noch in den letzten 450.000 Jahren. Die Vorstellung von einem Gleichgewicht in der Natur ist ein grundlegender Irrtum des Ökologismus. Ökosysteme sind immer im Fluss. Klima, das ist immer was sich Bewegendes, das ändert sich immer, es ist laufend. Wir brauchen das CO2, sagt der Professor dringend, und wir haben heute keinen hohen CO2-Stand, sondern einen zu niedrigen, sagt er. Und Wladimir, dann noch das, sagt er auch, die meisten Politiker wissen, dass sich das Klima schon und immer ohne menschlichen Einfluss verändert hat. Sie wissen auch, es gibt keinen Klimawandel, für den menschliche Aktivitäten verantwortlich sind. Aber Ideologien haben für viele Politiker einen höheren Stellenwert als die Wahrheit und die Realität. Und auch Putin hat 2015 dazu gesagt, also von Russland hört man nicht, dass die da mitmachen. Die menschengemachte Erwärmung ist Betrug. Es gibt keine globale Erwärmung, Putin gesagt. CO2 steigert die Erträge für die Gärtner und Farmer, sagt der Professor Kirsten weiter. Wenn wir CO2 verdoppeln, würden die Regenwälder gewaltig zunehmen und wachsen. Anstattdessen werden die abgeholzt. Das ist ja schon wieder ein totaler Widerspruch. Klimaschutz und Umweltschutz ist ja ganz was anderes. Und die Umwelt soll geschützt werden, da bin ich voll dafür. Bitte mehr CO2 aufforsten und wir haben wieder kein Problem. Es gibt bis heute keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines CO2-Treibgaseffektes. Was auch nie vorkommt, ich habe das auch nicht gewusst. Über 31.000 Wissenschaftler haben sich in den USA gegen die politische Agenda der globalen Erwärmung zusammengeschlossen. 31.000 Wissenschaftler sind dagegen. Wir erfahren in den Medien nichts. Ja? Aber wenn wir uns selbst das wissen, ohne jetzt in den Zorn, in die Wut zu gehen, und dann immer in unserer Umgebung, wir müssen nicht missionieren, das ist immer schlecht. Auch niemanden belehren, noch schlechter. Aber uns die Dummheiten der anderen nicht gefallen lassen, das ist einmal schon der Beginn. Wenn dir jetzt jemand erzählt, ja, was machst denn du, dass du CO2-neutral bist? Dann sage ich, puh, frag einen anderen. Bin da nicht die richtige Anstellstation für dich, weil du, solange du das glaubst, werde ich mit denen nicht reden können drüber. Oder ich denke nach, kann ich sagen. Vielleicht ist es nicht so. Beschäftige mich mit dem Denken. Man kann vieles sagen, aber man muss sich es nicht gefallen lassen. Ne? Natürlich, die Behauptung, dass die Eisbären durch den Klimawandel bedroht seien, ist falsch. In Wahrheit gibt es heute bereits wieder 25.000 Eisbären. Mancherorts ist von einer Plage die Rede. Also dieser schöne Film von Al Gore mit dem Eisbär, der sich an der letzten Scholle festhält. Der Eisbär war froh, dass er endlich nicht mehr durch schwere Eis seine Fische und Dings fangen muss, sondern dass er endlich seine Robben im Meer mit Leichtigkeit fand. Der Eisbär hat es eben auch schwer, zu Futter zu kommen, wie die Eisbär. Das ist ja wurscht. Auch die Menschen, die dort leben. Der Eisbär ist froh, wenn es ein paar Schollen weniger gibt. Der isst das nicht, der Eisbär. Der Eisbär lebt von Robben und Fischen, aber nicht von Eisschollen. Das ist dem Al Gore entgangen. Interessant,
Der Weltklimarat selbst gibt 2011 zu, er schreibt folgendes: Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nicht lineares, chaotisches System. Daher ist die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände unmöglich, sagt der Weltklimarat selbst. Und jetzt abschließend noch, das sagt ein gewisser David Mürter, Klasse 9b, also 15, 16 Jahre alter junger Mann. Also es gibt nicht nur Gretas, es gibt auch bei den jungen Menschen, die ganz anders denken. Der schreibt in einem Beitrag, jeder kennt den Klimawandel und was darüber gesagt wird, aber laut einer Studie sind 55% der Klimaforscher gegen die These der von Menschen gemachten Klimaerwärmung. Und 400 dieser Wissenschaftler, die auf dem Klimaschutzforum der UNO vertreten waren, haben einen offenen Brief gegen diese These unterzeichnet und an den derzeitigen Generalsekretär, das ist der Guterres, gesandt. Das hat einer recherchiert, ist in dieser Zeitung, habe ich das gefunden, vorgestern noch, Wegwarte, sehr schöne Sachen stehen da drin. Also es gibt auch unter den Jungen als Hoffnungsblick ganz andere Wahrnehmungen. Und sehr spannend ist auch, dass der James Lovelock, der ist jetzt 100 Jahre alt, müssen Sie sich vorstellen, der war früher ein erbitterter Umweltschützer und auch natürlich vor der Klimakatastrophe hat er gewarnt, der ist jetzt im Alter völlig zurückgerudert und sagt, das Problem ist, dass wir nicht wissen, was mit dem Klima los ist. Vor 20 Jahren dachten wir, das zu wissen und veröffentlichten alarmistische Bücher, meine eigenen eingeschlossen, weil es klar schien. Aber nichts von dem, was wir vorausgesagt haben, ist eingetreten. Sagt einer, ein Bekehrter kann man da sagen. Ich sage abschließend zu dem Thema, warum ich glaube, kann mich irren, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich glaube, die Erwärmung findet statt, das ist fix. Klima und Umwelt trenne ich strikt. Umwelt sollen wir schützen, ja. Mit dem Klima ist es nichts anderes wie ein Hype, eine Angstmache. Aber es erwärmt sich. Gewisse Ernten sind in den letzten Jahren ein bisschen früher. Ich beobachte, es erwärmt sich in unseren Breiten, ja. Warum erwärmt sich es? Weil die Sonnenaktivität zunimmt. Und das ist für mich einfach. NASA-Bilder beweisen das, die bescheint uns natürlich, wird es dann wärmer, wenn diese Aktivität dermaßen zunimmt. Ich empfehle an dieser Stelle einen vor kurzem Vortrag von, auf YouTube können Sie das runterladen, Klimaforschung unwissenschaftlich, der einfache logische Beweis, dass das unwissenschaftlich ist, ein wunderbarer Vortrag von Axel Burkert. Kann ich sehr empfehlen, er geht das wissenschaftlich an und das macht er traumwandlerisch gut. In diesem Kontext gehe ich jetzt auf etwas ein, was sehr wichtig ist, auf das sogenannte Neusprech, auf Begriffe, die verfälscht und umgedreht werden. Und da gibt es auch beim Umweltthema gibt es einen Begriff, der auch immer vorkommt und jeder führt den im Mund, jeder Politiker, jeder Wirtschaftstreibende, na überall hörst du den, nachhaltig. Schöner Begriff. Ich habe mir das angeschaut, nachhaltig. Wikipedia, was steht da in nachhaltig? Ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Also nachhaltig übersetzt für mich ist, wenn etwas länger wirken soll, wenn etwas besser sei, also wenn man etwas macht und schaut, es wird nicht kaputt, weil das mal was repariert, oder wenn man jetzt dann mehrjährige Pflanze kauft, statt zu schnell am Basilikum beim Billa. Gut, in der Stadt ist es schwierig. Nachhaltig heißt das, was länger ist, länger währt. Dann frage ich mich aber, warum sind unsere Kopierer, die Hauskopierer, die jeder halt so hat, so eingestellt, dass sie ab einer gewissen Stückzahl alle hin werden? Die sind so eingestellt, ein Russe hat das recherchiert und er hat eine genaue Stückzahl definiert, ich weiß die nicht mehr, wo jeder Kopierer hin wird. Fertig. Warum sind unsere Smartphones und Handys, wenn man es schon hat, so eingestellt, dass sie genau noch in Bayern alle hin werden? Warum? Warum sind unsere Autos so gebaut, dass sie noch in Bayern hin werden? Warum wird alles so gebaut, dass es hin wird? Wenn ich Nachhaltigkeit in den Mund nehme, muss ich mir das anschauen und sonst gar nichts. Und das macht halt noch kein Politiker. Und diesen Begriff hat man aufs Klima und auf Verschiedenes
umgewälzt, was aber genau das Gegenteil von nachhaltig ist. Das ist das George Orwellsche neue Sprech. Und da haben wir beim Klima oder bei den Ressourcen so ein schönes Beispiel von den Windrädern. Das sind die 200 bis 250 Meter hohen Windräder und da wird geredet, das ist nachhaltig, das ist gut. Windräder sind gut. Infraschallbelastung für Tier und Mensch, tote Vögel und Insekten wird völlig ausgeblendet. In der Presse habe ich einen interessanten Artikel gefunden, 25.03.2019. Die Presse ist eine österreichische Tageszeitung, für mich momentan die einzig lesbare, weil auch die Krone komplett abgebogen ist in eine Richtung, die ich gar nicht mehr vertragen kann. Aber die Presse hat sehr kontroversiell diskutierte Themen, da ist noch ein bisschen ein Spektrum drin, also das geht momentan gut. Und da steht, haben sie im März geschrieben, jeden Tag von April bis Oktober werden in Deutschland Milliarden Insekten an Windkraftanlagen getötet, die Insekten kommen dort um. Das zumindest hat eine Modellrechnung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ergeben. Insgesamt summieren sich die Verluste demnach auf 1200 Tonnen pro Jahr. Das ist viel. 1200 Tonnen pro Jahr Insekten. Naturschützer bezweifeln nicht die Zahlen, also die sagen, die Zahlen stimmen, aber die Aussagekraft. Und jetzt sagen die Naturschützer vom Naturschutzbund Deutschland, die offizielle Stellungnahme dazu, es wäre völlig an den Haaren herbeigezogen, eine nennenswerte Gefährdung von Insektenpopulationen durch Windräder abzuleiten. Allein in deutschen Wäldern würden jährlich 400.000 Tonnen Insekten von Vögeln gefressen. Das heißt, er sagt nichts anderes wie, es sterben eh 400.000, da kommt es auf die 1200 gar nicht mehr an. Ich habe diese Rechnung auf die Menschen übertragen und habe ausgerechnet, ich weiß, das kann man nicht eins zu eins jetzt in Tonnen auf Menschen, das ist nicht so, aber ich habe ausgerechnet, es sterben jeden Tag in etwa 152.000 Menschen weltweit. So viel sterben jeden Tag. Ich glaube, fast doppelt so viel werden geboren. Aber so viel sterben. Und jetzt könnte man sagen, naja, laut der Rechnung, ich habe die Prozente runtergerechnet, laut der Rechnung könnte man 456 Menschen umbringen, weil es eh wurscht ist. Das sterben ist so viel, da bringen wir halt 500 um. Verstehen Sie? Aus natürlichen Gründen sterben so und so viele Insekten und Vögel. Und aus einem unnatürlichen, völlig fremdartigen Gerät bringe ich die Vögel um und sage, na, das gehört halt dazu. Sehr wurscht. Nein, ist nicht so. Aber das ist die verquere Denke, die viele Grüne haben. Bei Windrädern werden 3.000 bis 4.000 Tonnen Stahlbeton in die Erde verbaut. Ein Windrad braucht Fläche, der muss immer abgeholzt werden. Und zwar ordentlich, 2.000 Quadratmeter braucht ein Windrad Fläche. Okay? Dann haben wir nicht recycelbare Rotoren, seltene Erdenmagnete, die in China unter verheerenden Bedingungen abgebaut werden. Okay. In Deutschland gibt es 31.000 Windanlagen, die brauchen aber, um eine Netzabdeckung ergänzend zu haben, noch einmal 30.000. Jetzt rechnen Sie allein die Fläche aus, mal 2.000, wie viel Platz man da schon braucht. Nachhaltig wird auch gesagt, die Elektroautos sind so nachhaltig. Dafür müssen allerdings in Kongo die Kinder für die Akkus in Kobaltminen zu Tode schuften, sagen uns die Grünen nicht. Die Entsorgung ist ein Sondermüll sondergleichen. Okay? Und interessant ist, was das IFO-Institut in München geschrieben hat: Elektroautos verbrauchen um 28% mehr CO2 als Dieselfahrzeuge. Hochinteressant. Habe ich auch noch nie wo gelesen. Wäre ein sehr schönes, sehr schöner, sehr zum Aufhellen. Ja, das würde sehr vielen Menschen die Augen öffnen, will ich sagen. Und abschließend schließlich gibt es noch den Begriff Klimaleugner oder Klimamörder. Das ist schon so skurril, dass mir da fast nichts mehr einfällt. Also Klimaleugner, das wäre so wie die Sonne leugnen. Ja? So wie sagen, na, Sonne gibt es nicht. Ja? Und Klimamörder, wie man etwas umbringen kann, was dich umgibt, ist mir ein Rätsel. Ich kann die Luft auch nicht umbringen. Ich kenne niemanden, der die Luft umbringen kann. Also das sind schon skurrile Begriffe, die reingepflanzt werden, damit wir ja ein schlechtes Gewissen haben und nicht mehr viel nachdenken. Albert Einstein hat, und damit beschließe ich dieses Thema, komme wieder dann zu einer Botschaft, die sehr wichtig ist und die das Ganze erklärt auch, hat gesagt, Albert Einstein hat gesagt,
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Und das sind für mich alles Klimaschafe. Alle Klimaschafe. Ah, das, was habe ich da? Mein Wien, das ist eine, die sozialistische Zeitung. Ich schreibe den, nette Sachen, das ist eine Werbebroschüre. Und das ist auch, auf sowas stoßen wir laufend. Und dann heißt es, oh, boah, Wahnsinn, was die mit uns machen. Nein, wir haben heute gelernt, sofort, ich bin der Weg, das Leben und das Leben, der Liebe und das Licht und das Leben und dann meditieren. Da steht zum Beispiel, wegen die Kinder, hohe Betreuungsquote ist ein wichtiger Aspekt der Wiener sozialistischen Regierung. Ein wichtiger Aspekt bei der Schaffung neuer Plätze, also für Kinderplätze, also dass die Mütter arbeiten gehen können, für Kitas sozusagen. Sie sind in Wien ganz wichtig. In Wien gibt es bei den Kindergärten eine sehr hohe Betreuungsdichte, joborientierte Öffnungszeiten und sehr wenige Schließtage. Das ermöglicht Eltern, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Das ist so traurig, ja, dass auf das wird Wert gelegt, dass die Eltern von den Kindern wegkommen oder die Kinder von den Eltern weg, egal wie man das dreht, damit die Kinder beeinflussbar bleiben. Am besten gleich ein Smartphone in die Hand und mach, was du willst. Weil dort sind eh alle Infos oben, die das System verbreitet. Nicht? Selber denken ist ja nicht mehr modern. Oder ein paar Seiten weiter, künstliche Intelligenz, auch nur so ein kleiner Lichtfunken, dass man sieht, dem begegnen wir immer und da müssen wir immer bei uns bleiben. Für Stadtrat Peter Hanke, das ist der Technologiestadtrat oder wie immer sich das nennt in Wien, ist der nächste Schritt in Richtung europäische Digitalisierungshauptstadt. Wir führen künstliche Intelligenz ein, um die Lebensqualität zu erhöhen, nicht als Selbstzweck, sagt er. Ich sage an dieser Stelle, wir brauchen keine künstliche Intelligenz, KI, wir brauchen MI, menschliche Intelligenz. MI und nicht KI. Warum wird dieser Zirkus veranstaltet, meine Lieben, was wir jetzt hier gehört haben? Warum wird das gemacht? Weil es um was geht auf der Erde. Hier findet jetzt ein Machtwechsel statt. Hier findet der Wechsel von dem Destruktiven ins Konstruktive, von der Finsternis ins Licht statt. Der Machtwechsel findet jetzt statt. Wir sind jetzt hier. Und die Fälle schwimmen denen davon. Deswegen haben sie eine Riesenpanik. Fällt ihnen auf, wie intensiv 5G betrieben wird, wie rücksichtslos die Flüchtlingskrise durchgeboxt wird, wie brutal fast Deutschland zerstört werden soll. Das hat eine Tempo, eine Rasanz, eine Dynamik erreicht, die war vor 3 Monaten bei der letzten Lichtlesung noch nicht so gegeben. Das ist in den 3 Monaten, hat das so zugenommen wie früher in 3 Jahren. Warum? Und immer wenn so etwas so ein Tempo hat, ist Panik am Dampfer. Da geht was unter, da wollen sich alle noch retten. Das ist wie die Titanic, die ist kurz vorm Untergehen. Alle wollen sich retten, Passagiere erster Klasse. Und jetzt wollen sie, so gut es geht, ja, uns in die Angst hineintreiben. Denn nur dann, wenn ihnen das gelingt, gewinnen sie Zeit. Dann dauert der Prozess länger, das ist ganz einfach. Und je mehr Menschen aber erwachen, deswegen ist 5G so wichtig, damit wir nicht erwachen oder damit viele nicht erwachen, je Menschen erwachen, umso schneller ist der Prozess der Transformation durch. Und die aufgestiegenen Meister haben am 5. September die Botschaft gegeben, Machtwechsel auf Erden, die auch sehr brisant ist und in dem Buch auch vorkommen wird. Aber ich möchte sie heute schon bringen, damit man das versteht. Alle Maßnahmen, die die dunklen Kräfte derzeit ergreifen, dienen allein dafür, den Aufstiegsprozess der Erde zu blockieren und das Erwachen der Menschen zu verzögern. Lasst euch davon nicht beeindrucken, denn das Licht siegt, das Licht hat bereits gesiegt, auch wenn dieser Sieg auf dieser Ebene der Zeit noch errungen werden muss. Wir sind bei euch und eine unüberschaubare Schar von Meistern des Lichts, von Wesenheiten purer göttlicher Liebe, umgibt den lebendigen Planeten der Liebe, die Erde. Seid tapfer, fürchtet euch nicht, durchschaut die wahren Intentionen jener, die sich gegen ihre Ablöse stemmen. Durchschreitet diese Zeit im Bewusstsein, dass ihr es seid, die jetzt für die finalen Umbrüche Sorge tragen. Auf jeden Menschen, der sein Bewusstsein dem Licht eröffnet, kommt es jetzt an. Vom göttlichen Lichte berührt und geheilt werden heißt, in seine schöpferische Macht gelangen.
dann ist jeder Machtmissbrauch ausgeschlossen und der Machtwechsel auf Erden von der lichtlosen auf die lichtreiche Ebene kann vollzogen werden. Fürchtet euch niemals vor eurem Lichte, sondern nehmt jede Erleuchtung als Geschenk an und lasst das Licht gewähren, bis ihr vollständig durchlichtet seid. Alles wird jetzt sichtbar, in euch und auf der Welt. Diese Zeit ist wahrlich angebrochen. Es wird sichtbar, dass keine Manipulation, mag sie auch noch so geschickt ersonnen sein, auf Dauer zu halten ist. So leben wir jeden Tag. Es wird sichtbar, dass ihr göttliche und unbegrenzte Wesen seid. Erleben wir jeden Tag in der Meditation. Es wird sichtbar, dass diese Wesen in Menschengestalt jetzt die Geschicke auf der Erde übernehmen. Zwischendurch leuchtet eine andere Qualität, wo auch öffentlich schon durch. Ihr seid Bewahrer und Schöpfer. Ihr seid Menschen und Götter. Ihr seid Seelen von unermesslicher Größe. Werdet euch dessen bewusst und bleibt euch dessen bewusst, dann wird diese Zeit wie ein Regentropfen an euch ab, wie die Regentropfen an euch abperlen und als wunderbare Erinnerung, als einmaliges Abenteuer eines Engels in der allwissenden Chronik allen Lebens aufgenommen werden. Erfüllt, wofür ihr gekommen seid, setzt euch ein als Hüter der Erde und als Schöpfer einer neuen Zeit, des goldenen Zeitalters. Wir sind die aufgestiegenen Meister. Wir sind ewiglich mit euch verbunden und die Diener dieser Menschheit. In tiefer Liebe bleiben wir bei euch, bis alles getan ist, von euch und durch euch, von dir und durch dich und mit unserem Beistand. Also dieser Prozess findet jetzt statt und wie gesagt, bei der nächsten Lichtlesung werde ich dann auch vielleicht schon die Shungit-Kugel wollen wir bei der nächsten präsentieren. Das ist auch eine Hilfestellung für diese Energien, die sich da entladen, auch speziell 5G. Wenn nicht, dann halt bei der nächsten Lichtlesung. Sie ist bestellt, die Kugeln sind alle bestellt, aber irgendwo in Russland sozusagen. Und wir wissen nicht, wie lang diese Lieferwege sind. Ich weiß nicht, ist das in der sibirischen Taiga, aber es dauert halt ein bisschen, bis das daherkommt. Das kann uns auch keiner genau sagen. Jeder bemüht sich, aber ich glaube, das Wirtschaftsverständnis in Russland ist generell ein bisschen entspannter wie bei uns. Ja. Bei uns ist ja schon so, wenn du bei Amazon bestellst, das kommt 2 Tage später, gehst schon die Beschwerden. Also ist ja verrückt, oder? Also die Shungit-Kugeln werden uns auch sehr gut unterstützen, jetzt schon der Anhänger. Was hier passiert ist, dieser Kampf und dann der Aufstieg, der im vollen Gange ist, und bei diesem ganzen Prozess ist abschließend eines ganz, ganz wichtig. Bitte sagen Sie niemals zu sich selbst, ich höre das immer noch, immer wieder, du kannst ja nichts machen. Das ist eine Bankrotterklärung. Dann können Sie sich, das klingt jetzt hart, gleich einen Revolver kaufen gehen. Aber für sich. Dann brauchen Sie nicht leben. Wir sind wirklich da, um etwas zu ändern. Jeder. Jeder auf seinem Platz kann bewegen. Das ist das Schöne. Und das ist unsere Schöpferkraft und die kann uns bewusst werden. Ich höre das so oft, da kannst nichts machen, du kannst nichts ändern. Wenn Sie das innen irgendwo haben, noch sitzen, vielleicht sagen Sie es eh nicht, aber Sie haben es wo sitzen, lösen Sie das raus. Solange Sie das drin haben, können Sie wirklich nichts ändern. Blockieren Sie sich, bei sich jede Veränderung und in Ihrem Umfeld. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Transformationsprozess, das aus sich herauszulösen, denn jahrtausende lang hat man uns ja genau das eingeredet. Wir waren ja so oft schon hier verkörpert. Und oft in sehr schwierigen Umständen. Und da hat man gesagt, na, kannst nichts machen. Das muss weg, das muss raus aus allen Leben. Und dann die positive Hinwendung, ändere, was du kannst. Viele spannen gleich den großen Bogen und sagen, na, ich will die Welt ändern, ich will, dass der Trump nicht das macht, der Chines muss das machen, der Putin das und die Merkel soll zurücktreten. Und bei sich ist doch nichts. Und wo kannst du ändern? Bei dir. Und in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Und ein kurzer Auszug abschließend von Mahakorn. Klage niemals über die Zustände auf der Welt, sondern nimm dein Leben selbst in die Hand
und ändere, was du heute ändern kannst. Und ich sage dir, ein jeder Mensch kann in seinem Umfeld alles verändern, sobald er sich selbst bewegt und verändert. Es ist ein Prozess. Okay? Das ist kein Geheimnis mehr, und doch wagen immer noch so wenige von euch eine Begegnung mit sich selbst, mit eigenem Lichte und eigener Kraft. Seid bereit, alte Vorstellungen und Meinungen, falsche Glaubenssätze und Blockaden aufzulösen. Es ist die Zeit der einmaligen Gelegenheiten. Und so ergeht die Einladung an dich: Widme dich deiner Erleuchtung, damit es hell und Licht wird, überall auf dieser Welt. Ja. Lassen Sie sich Ihren Mund nicht verbieten. Wenn Sie das Gefühl haben, da was zu sagen, ich habe gestern gehört, dass es eine Statistik gibt, dass in Deutschland 41% der Menschen sich öffentlich oder auch im Öffentlich, heißt jetzt im Freundeskreis, in der Firma, wenn es nicht in der Familie sind, so zu reden, was sie denken. Das heißt, es wird schon vom Phänomen geredet, die Küchengespräche beginnen in Deutschland wieder. Küchengespräche war in der DDR, wenn Sie das wissen. Da hat man, weil die Stasi überall war, hat man das, was wirklich, was man niemandem sagen wollte, um nicht als Spitzel gleich irgendwie da irgendwie beäugt zu werden, hat man nur zu Hause in der Familie denen gesagt, denen man wirklich vertraut. Das waren die Küchengespräche. Draußen hat man sich immer ein bisschen verstellt. Und in Deutschland beginnt das wieder. Bitte verstellen Sie sich nicht. Schweigen Sie, es ist okay, weil man muss nicht mit jedem reden, man muss die Perlen nicht da so rausstreuen. Ja? Aber wenn Sie reden, achtsam, aber klar und wahrhaftig. Ich habe vor ein paar Tagen ein Essay veröffentlicht, dass ich diesmal in Österreich zur Wahl gehe. Ich glaube, das ändert sich ja nicht viel, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir überflutet werden von kulturfremden Menschen, die auch noch tendenziell aggressiv sind, dann können wir uns um unsere Transformationsprozesse bald nicht mehr kümmern. Dann haben wir andere Probleme. Dann gibt es, wie in Frankreich und in Schweden auf der Straße, bürgerkriegähnliche Zustände. Das will ich nicht. Und deswegen entscheide ich mich, den einzigen Politiker in Österreich zu wählen, der bewiesen hat, dass ihm das ein Anliegen ist. Das ist von der FPÖ, der Herbert Kickl. Der hat bewiesen, dass er die Grenzen dicht machen will. Ich stimme mit einigen nicht, mit vielen nicht überein, was er noch so macht oder was die Partei macht, überhaupt nicht eigentlich. Aber da war sie konsequent. So, ich will Ihnen das aber nicht deswegen erzählen, dass Sie erfahren, wen ich wähle, sondern deshalb, weil ich dann eine Mail gekriegt habe von einer lieben Freundin und hat geschrieben: Lieber Jan, das ist super, dass du das schreibst, und das ist so mutig in einer Zeit wie diesen. Die Mail hat mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht. Wenn das schon Mut ist, wo sind wir schon angelangt? Wenn jemand einfach nur sagt, was er denkt und das hinschreibt, ich bin ja öffentlich, also mache ich das auch öffentlich. Und das ist schon Mut, wenn man nicht mehr sagen darf, dass man etwas macht, was vielleicht viele nicht wollen. Das gehört ja dazu, ist ja die Demokratie. Das ist kein Mut. Das ist eigentlich nur der Wahnsinn, dass wir schon dort sind, wo sich die Menschen den Mund verbieten lassen, wo sie die Schere im Kopf schon haben, von sich selbst aus. Da braucht kein Goebbels mehr kommen und dir was verbieten. Den braucht man nicht mehr. Das sind die Smartphones, das sind die Medien, die so geschickt und in solchen schönen Portionen die Menschen beeinflussen, dass sie am Ende gar nicht merken, dass sie gedacht werden und nicht mehr selbst denken. Okay? Und wir brauchen in unseren positiven Bemühungen auch Gelassenheit. Wie vorhin gesagt, wir werden nicht gleich einen Erfolg sehen, wenn wir da ein bisschen drehen an der Stellschraube da. Wir müssen eigene Prozesse integrieren, im Umfeld muss der auch was integrieren. Das heißt, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Also das ist auch in dem Prozess so, das hilft alles nichts. Wir kommen zum Abschluss der Lichtlesung. Ich weise noch darauf hin, die nächste Lichtlesung findet mit Botschaft, Live-Botschaft von Todd statt. Freue mich schon sehr drauf, Todd. Gilt in manchen Schriften als der letzte vedische Großgeist und als Bewahrer der vedischen Blutlinie bis heute. Dort war kein ägyptischer Gott, sagt das Buch Talus von Athos, Befreiung, Buch 5 von Alf Jasinski und Christa Leib Jasinski, sehr interessant. Also kein ägyptischer Gott, aber eine große Wesenheit und Geist. Kommen wir zum Abschluss
der Lichtlesung. Mir hat meine Frau, jetzt als Schulbeginn haben wir ja gehabt, Kinder, ich habe auch selbst Kinder, ich weiß, da stellt sich wieder alles um. Meine Frau hat mir dann auf meinem Arbeitstisch das hingelegt. Wer schreibt, küsst besser. Jetzt schauen Sie, ich habe sehr geschmunzelt darüber. Zuerst habe ich gesagt, was will sie mir damit sagen? Aber dann habe ich gesagt, na, ich kann eh schreiben, ich habe ein Glück. Ich habe ein Glück, ja, habe ich gesagt. Aber das Schreiben ist ja nicht mehr modern. Handschrift, es wird immer mehr Tabletklassen und so weiter, Sie wissen. Aber Hirnforscher, habe ich eh schon erwähnt bei einer Lichtlesung, Hirnforscher haben untersucht, dass eben, dass die ganze soziale Kompetenz und alles, die Persönlichkeitsentfaltung braucht eine Handschrift, deswegen heißt es auch Zeihandschrift, ne? Das kommt ja von woher. Es braucht für die Entwicklung des Menschen als Ganzes die Handschrift. Ich bin nicht technologiefeindlich, aber das soll unterstützend sein und nicht zentral. Deswegen bitte Eltern, liebe Eltern, wenn Sie Kinder haben, versucht es einfach, die Kinder zu motivieren. In der Schule findet das nicht mehr so statt, dass sie eine Handschrift entwickeln. Ja. Und diese diese Werbung, da sozusagen Initiative Schreiben, ein Verein entwickelt, der sich halt dem annimmt. Und den jungen Menschen, meine Güte, wenn sie ein Date haben, ist vielleicht gescheiter, dass sie sagen, bevor sie da herumreden viel, schreiben wir mal einen Aufsatz. Jetzt schauen wir, ob du schreiben kannst, dann wissen sie gleich, was küssen auch kann. Da können wir's, das lässt vieles zu, nicht? Oder wenn jemand nicht küssen kann, gleich fragen, kannst du schreiben auch nicht? Das lässt so schöne Spielereien zu im Kopf. Pfiffige Geschichte, die aber leider die Wahrheit da, die Tatsachen halt auch nicht verschleiern kann, dass da halt der Zug halt auch in die falsche Richtung abfährt. Also ich bin der Meinung, die Handschrift ist ein wesentliches Markenzeichen eines Menschen. Das sage ich dazu. Und jetzt lüfte ich ein kleines Geheimnis. Marcorn, wer ist das? Marcorn ist ein Amt. Quasi ein Amt, das ein aufgestiegener Meister ausfüllt und die Meister, der aufgestiegene Meister wechseln dieses Amt. Und dieser Mahakoan, diese Funktion als Mahakoan fungiert aktuell Paul der Venezianer. Und Paul der Venezianer hat uns schon ein Buch geschenkt, Kurs im Kreieren, das ist dieses Buch. Okay, möchte ich hier noch erwähnen. Und das 2026 ist dieses Buch, weil wir vorhin 2029 hatten. Da steht alles drin, wie es in 8 Jahren ist und wo ich selbst auch sage, wie soll das sich ausgehen? Gell? Aber sehr ist wunderschön, was da steht. Nächste Lichtlesung am 1. November, bitteschön. Am 1. November 2019. Und es gibt bitte zum Mitschreiben, es liegen vorhin auch Zetteln auf. 3 weitere Lichtlesungstermine für Frühling 2020, Frühlings-Sommersaison. Da haben wir 3 Lichtlesungen diesmal. Nicht 4 wie im Vorjahr, sondern 3, weil wir auch andere Projekte haben und die brauchen Zeit. Aber 3 wunderbare Lichtlesungen am Freitag, den 14. Februar. Vorne liegen die Zettel auf zum Mitnehmen. Am Donnerstag, den 16. April 2020 und dann am Freitag, den 26. Juni 2020. An dieser Stelle möchte ich auch allen Lesern danken, die uns mit so schönen Mails immer wieder eindecken und versorgen, Danksagungen und auch Beobachtungen. Also das nimmt auch zu. Das ist wunderschön. Wir kriegen so schöne Zuschriften dafür einmal. Vielen Dank euch allen. Wir lesen das alles. Wir antworten nie, weil sich das einfach nicht ausgeht. Personelle Ressourcen haben wir da keine. Aber wir lesen alles sehr genau. Ja. Wir kommen zum Abschluss der Lichtlesung. Möchte Ihnen die Geschichte erzählen. Vor 3 Tagen aufgewacht, habe solche Kreuzschmerzen gehabt. Da ist was reingefahren hinten. Ah, das war wirklich ein Wahnsinn. Konnte kaum gehen, mich bewegen. Dann habe ich mich wieder meditiert, dann mich hingelegt, flach ist wieder gegangen. Habe mich entschlossen, spazieren zu gehen im wunderschönen Falkenstein-Umgebung. Und wie ich dann so gehe und in den Gedanken war ich dann die ganze Zeit so mit dem beschäftigt, wie kann das passieren? Ja?
Bin ich nicht genug beschützt? Passiert vielleicht vielen von uns, wenn sie plötzlich eine Fremdbesetzung haben, wenn sie zu sind, wenn die Aura verschmutzt ist, in der Anhaftung. Und dann fragen sie sich, ich meditiere eh, ich mache eh so viel und trotzdem passiert. Ich kann Ihnen kein Rezept anbieten, außer die, die ich schon genannt habe. Mir passiert es auch. Das ist so. Das ist Teil dieser Wirklichkeit, in der wir leben, weil wir so viele verschiedene Überlagerungen von Energiefeldern haben. Und wie ich dann vor 3 Tagen so rausgehe, und das ist das Schöne, gehe ich raus, dann spazieren und ich bin voll in Gedanken, wie kann das mir passieren? Wie ist das möglich, dass sich wieder was einhängt und habe ich keinen Schutz? Behütet mich zwischendurch niemand? Und wie ich so gehe, 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 komme ich plötzlich bei einem Bildstock vorbei. Bei dem bin ich immer vorbeigegangen, aber diesmal bleibe ich stehen. Und da steht unten, das habe ich noch nie gelesen, steht der Satz aus Psalm 91, 11: Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Also wenn Sie in dem Moment, wo Sie denken, boah, wie geht das? Kriegen Sie jeder, deswegen erzähle ich es, kriegt jeder oft so Hinweise von unserer geistigen Führung. Passt schon, weitermachen. Geht schon, weitermachen. Bist behütet, es ist nur kurz, vergeht wieder, weitermachen. Und am Ende gewinnt nicht der, der die bessere Idee hat oder der einen Sprint hinlegt, nein. Der, der am längsten durchhält, der, der beharrlich ist. Das Genie nicht. Aber Genie und Beharrlichkeit ist wunderbar. Und immer wenn ich dann sowas erlebe, blicke ich nie zurück. Ich blicke immer zurück, wenn ich mich von meiner Frau verabschiede oder von den Kindern, blicke ich 10-mal zurück. Aber bei sowas, wo es um was Spirituelles geht, innerlich sage ich, nicht zurückblicken, es geht einfach weiter. Nicht jetzt zurückblicken, da gehe ich immer weiter. Und mit Blicke nicht zurück von Meister Saint-Germain möchte ich diese Lichtlesung beschließen, wenn wir was erleben, wenn wir was erfahren, wenn wir uns spirituell entwickeln, dass wir immer voranschreiten. Und er hat mir himmlische Poesie ein 5 Verse kurze durchgegeben, die ich schon am Blog gehabt habe. Die sind aber so schön. Mit der möchte ich blicke nicht zurück. Wir können auf die nächste Lichtlesung vorblicken am 1. November. Und im Blicke nicht zurück, sagt Meister Saint-Germain, für alle Menschen in unendlicher Liebe, schreite voran, blicke nicht zurück, sei was du bist. Lebe dein Leben, blicke nicht zurück, gib, was du hast. Verschenke die Freude, blicke nicht zurück, empfinde Mitgefühl. Liebe dich selbst, blicke nicht zurück, jetzt heilt dein Herz. Gib dich Gott hin, blicke nicht zurück, lass dich fallen. In diesem Sinne, Gott segne Sie und auf Wiedersehen.